Traumhafte Unterhaltung bei Wetten, das wünscht Ihnen Früchtetraum von Ehrmann. Live aus der Stadthalle in Rostock. Heute mit 20 brennenden Kerzen, einer Trabi-Feuerwehr, qualmenden Nichtrauchern, Papier in Fetzen und einem schleppenden Pizzaservice. Präsentiert von unserem Jubilar. In Wetten, das zum 50. Mal Thomas Gottschalk. Guten Abend. Dankeschön, guten Abend. Herzlich willkommen zu Wetten, das aus Rostock. Dankeschön. Herzlich willkommen allen Zuschauern in Österreich, natürlich in der Schweiz, allen, die uns sonst zuschauen. Danke. Na, ich muss euch sagen, ich freue mich wirklich ganz besonders, dass ich heute Abend hier bin. Und ich hoffe, wir machen eine schöne Sendung zusammen. Dieses ist ja die erste Show nach Michael Jackson. Also, es tut mir leid, es geht im Moment ja gar nicht so gut. Und deswegen grüßen wir ihn von dieser Stelle. Hello Michael, we love you. Und gute Besserung. Was sicher viele nicht wussten, Michael und ich haben einen gemeinsamen Freund. Charlie heißt er. Und ich bin froh, dass er heute da ist. Ich möchte ihn den gerne vorstellen. Jetzt kommt Charlie. Jackos und mein kleiner Freund. Komm, Charlie. Guck mal, das ist Rostock. Hi. So, komm, ich finde dich schön hier hin. So, wir haben ein bisschen so uns auf Partnerlook angezogen. Oh, bitteschön. Ja, Charlie, Mensch. Wie hat dir eigentlich der Michael Jackson so gefallen? Hä? Warst du begeistert? Fandst du ihn toll oder weniger? Fandst du Michael Jackson gut? Was meinst du? Hm? Nein? Oh weh! Nein, also das fand meine Mutter auch nicht gut. Das. Oh, oh. Charlie, setz dich hin, mein lieber Freund. Aber gut, heute gibt es eine andere ganz berühmte Dame. Cher wird heute Abend hier sein. Wie findest du Cher? Findest du die gut? Hey, die ist klasse. Ich meine, nur ist das eine tolle Frau. Ich meine, ich hoffe schon, dass ich ein Küsschen kriege. Also ich habe meine Zähne geputzt. Hast du deine Zähne auch geputzt? So ein bisschen die Zähne geputzt? Ja, ja, ganz sauber. So ist schön. Du bleibst heute bei der Sendung mein Gast. Das freut mich sehr. Es gibt ja in jeder Show Saalwetten. Ich werde die jetzt mal vortragen, auch Ihnen natürlich hier im Saale. Sie müssen mit Ihrem Beifall sagen, ob Ihnen diese Wetten gefallen. Sie sind von Ihnen, machen Sie mich nicht verantwortlich dafür. Und du klatscht auch, wenn dir eine gefällt, ja? Schön klatschen. Gut, also pass auf. Erster Saalvorschlag. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 5 Zahntechniker aus Rostock mit Vollprothese auf die Bühne zu bringen. Ich hoffe also, Zahnprothese ist gemeint. Mit Vollprothese auf die Bühne zu bringen, die in einen knackigen Apfel beißen. Ja. Apfel beißen, das gefällt dir gut. Ne? Denkst du, kriegst den Rest nach. Zweiter Vorschlag. Wetten, dass sie es nicht schaffen, ein Ehepaar auf die Bühne zu bekommen, bei dem der Mann den Namen Josef und die Frau den Namen Maria trägt. Und sie einen Sohn haben, der am 24.12. geboren wurde. Eine Weihnachtswette. Ja. Gefällt ihm auch gut. Wetten, dass sie es nicht schaffen, 10 blonde Männer, die Otto heißen, auf die Bühne zu bringen und mit Otto Waalkes ein Weihnachtslied zu singen. So,
mal sehen, wer sich zu dieser Wette hier bekennt. Wetten, dass sie es nicht schaffen, 5 Politiker auf die Bühne zu bringen, die das Lied singen. Man muss Schwein sein auf dieser Welt. Tja, also beim Rostocker Publikum war das offensichtlich die beliebteste Wette. Welche Wette hat dir am besten gefallen? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4? Hä? Welche fandst du am besten? Ja. Nummer 1. Okay. Aber ich glaube, bei Ihnen, also nochmal durchgefragt, sind Sie 10 blonden Sänger gemeinsam mit Otto? Nein. Maria und Josef mit dem Weihnachtsbaby. Ja. Die 5 Zahntechniker mit der Zahnprothese. Ja. Und die 5 Politiker, die Schwein sein. So. So. Wohnt hier jemand? Rostock, Lange Straße 17, Reihe 7, Platz 28. Wer fühlt sich für diese Wette verantwortlich? Ist er da, ja? Dann kommen wir mal hier hin. Komm, wir gehen jetzt zum Publikum und du setzt dich hier in meine erste Reihe als Ehrengast. Gleich neben die Ehrengäste. Charlie. So. Ich wünschte, meine Kinder wären so brav wie der hier. So, schau. Da ist dein Platz. Und auf Wieder. Oh, gut. Och Mann, schon verliebt. So. Also, von wem war die Wette? Schwein, du bist das. Grüß dich. Wie heißt du? Rudolfo. Rudolfo. Ja. Rudolfo, herzlich willkommen. Wir werden es versuchen. Politiker als ein weites Feld. Natürlich haben wir auch politische Gäste hier im Saale. Willst du jetzt Kandidaten aus dem Bundestag? Willst du Senatoren? Was muss es denn sein? Reicht der einfache Kreistag? Am liebsten wäre mir Helmut Kohl. Helmut Kohl. Ja. Scharping, Schröder. Ja. Lafontaine. Ja. Nein. Also wir müssen in der Kommunalpolitik bleiben, glaube ich. Also in Rostock und drumherum. Ja, dann nehmen wir den Rest, der hier in Rostock noch übrig geblieben ist. Gut. Also versuchen wir einen Politiker kurz zusammenzustellen. Wir sehen uns am Ende der Sendung. Ich werde dagegen halten. Ich sage, wir schaffen es. Du sagst, wir schaffen es nicht. Am Ende werden wir abrechnen. Okay. Amüsier dich bei uns, Rudolfo. Und jetzt stelle ich Ihnen das vor, was vom letzten Mal noch einzulösen war. Sie erinnern sich, Andrew Lloyd Webber hat gesagt, er schenkt uns eine Vorstellung von Sunset Boulevard. Er hat bedürftige Leute eingeladen aus Duisburg. Und die waren inzwischen dort, haben sich das Musical angeschaut. Hier ein kleiner Beweis. Es wurde extra ein Musical-Theater gebaut für diesen Anlass und dort sind sie hingereist. Hier unser kleiner Film, den wir davon gedreht haben. So, also das war die Busfahrt, das ist dieses berühmte Theater. Helen Schneider war ja letztes Mal unser Gast, die singt die Hauptrolle, der Norma Desmond in diesem Musical. Und hier sehen Sie einige Gäste, die sich sonst diese Karten wahrscheinlich nicht hätten kaufen können, wenn ihnen Andrew nicht gesagt hätte, ihr seid mein Gast. Hat mich die Welt ersehnt, endlich bin ich. Helen Schneider, Sunset Boulevard, Einlösung unserer letzten Saalwette. Dankeschön. Jetzt ein Mann, über den Sie sich freuen werden. Er ist Kabarettist, er ist Schauspieler und er ist bekennender Trabifahrer. Wir kennen ihn als Postler, wir kennen ihn als Kriminalkommissar, wir kennen ihn als Stümpi. Hör Emmerlich, hier ist Wolfgang Stumpf. Hallo, Tommy. Grüß dich. Bitte schön. Ja, wie geht's? Zu Hause? Gut geht's. Alles gut, ja? Alles in Ordnung. Deine Frau wieder mal nach mir gefragt? Ne? Fragt regelmäßig nach dir. Ich meine, also sie schätzt der Emmerlich Stimme und dein Aussehen. Ihr wart also ein Traumteam zusammen. Ich muss dir auch gratulieren. Wegen der Krawatte? Die Postler-Krawatte. Ja, hat meine Frau auch rausgesucht. Abgestempelt hier. Ja.
hervorragend. Spinat, grün auf blau. Würde ich mich nie trauen, aber du kannst sowas tragen. Ja, wirklich, Stumpi. Ja. Großen Preis hast du abgeräumt, Telestar. Ja, war ganz schön spannend an dem Tag. Ja. Mhm. Schön ist ja nicht der Preis, so eine Bügeldame. Aber war auch nicht feierlich, aber spannend war es. Man wusste es wirklich diesmal nicht. Die Nominierten waren klar, aber wer den Preis bekommt, war nicht klar. Und da war ganz schön Lampenfieber. Du. Mhm. Ich hab's geschafft. Es ist noch ein Preisträger im Saale, ohne dass du es weißt. Unser Bühnenbildner Pitt Fischer hat auch ein Telestar abgeräumt. Sie werden nachher sehen, warum. Da sind wir auch ein bisschen stolz. Pitt Fischer, Telestar. Ja, er hat eine ganz tolle Rede gehalten. Ich hatte auch eine gehalten, aber die ist rausgeschnitten worden, weil ich wollte mich an dem Tag, und das habe ich auch gemacht, bei allen Unterhaltungschefs des ZDFs bedanken. Aber in der Kürze der Zeit, die ich dort gearbeitet habe, waren es zu viele und da bin ich nicht durchgekommen. Haben Sie gar nicht drin gehabt. Wollen wir es ein bisschen weihnachtlich gemütlich machen? Was ist das? Zweiter Advent, Adventskranz anzünden. Ach so, die Karte. Bisschen hier. Macht ihr zu Hause auch richtig Weihnachten? Hast du Zeit? Bist du mit Familie? Selbstverständlich. So, schön, das ist ein kleiner Adventskranz. Zwei sind heute, ja? Ja, klar. Okay. Ja, noch nicht ganz, glaube ich, aber können wir schon ein bisschen. Cool. Zwei darf man schon anzünden. So, was ist denn im Moment in deinem Herzen? Es gibt ja mehrere Projekte. Ja. Also, es gibt den Postler, es gibt den Kommissar. Kommt im Januar wieder, ja. Mhm. Salto Postale kommt im Januar wieder. Aber vorher von Fall zu Fall. Ja. Das ist eine neue Serie. Ein Kriminalkommissar spiele ich da, der von Sachsen nach Hamburg fährt und dort etwas erbt, mit der ganzen Familie. Und das ist Fernsehen andersrum. Wir bringen das Leben ins Fernsehen. Mhm. Und ist ganz gut angekommen, die ersten zwei. Ja. 6,5 Millionen Zuschauer, alles okay. Schön. Fängst du auch schon an, deine Zuschauer zu zählen? Immer mit der Quote in der Jacke. Ich laufe ich habe es zumindest gehört und das ist doch schön. 6,5, Sonnabend, okay. Ich auch. Wunderbar. Ich sage auch immer, 18, letztes Mal sehen, was wir heute wert sind. Das ist kommen ja wieder zwei. Noch zwei Folgen. Mhm. Ja, könnten wir einen Trailer einspielen, aber wenn wir keinen haben, nein, machen wir nicht. Geht nicht gleich los. Aber was interessant ist, die Tochter, die im Fernsehen dich begleitet, begleitet dich auch im Leben. Deine echte Tochter spielt deine Fernsehtochter. Richtig, ja, das macht richtig Spaß und war ganz erstaunt, wie toll das Mädchen ist. Hat zwei Teile schon gespielt, jetzt kommt am 16. Und am 23. Dezember die anderen zwei Teile. Dank Christa Mühler, einer ausgezeichneten Powerfrau und Regisseurin, hat sie das sehr gut gemeistert. Ich glaube, wir haben deine Tochter im Saale. Wenn wir mal wir haben auch die Regisseurin im Saal. Guck mal, das ist Töchterchen. Ja. Und dann deine echte Frau spielt nicht deine Fernsehfrau? Nein, ich habe schon seit 5 Jahren eine Frau, also eine Fernsehfrau. Das ist Marie Gruber, seit Gut, Rabbi Gut, Teil 1 und Teil 2. Und jetzt auch viermal von Fall zu Fall ist sie auch Frau. Von mir, Frau Stuppe. Mhm. Aber du kommst nicht durcheinander mit deinen. Nee, die zwei verstehen sich wunderbar. Das ist das Schönste. Ach, wenn sich Fernsehfrau. Ach, und wenn es schön gemacht wird, ist das alles okay. Ja, das ist die gesunde Einstellung. Mhm. Sag mal, also jetzt der Postler, was ist denn deinem Herzen persönlich näher? Bist du mehr Kriminalkommissar im wirklichen Leben oder bist du mehr Beamter? Ich bin stumpf und bring den auch in den Kommissar ein und auch in Salto Postale. Also halbe. Mein linkes Standbein ist Kabarett und was da noch frei bleibt, das andere, mit dem spiele ich dann den Kriminalkommissar. Und Stumpi willst du bleiben? Sag bloß, du hast diesen Handy-Mist auch schon hier. Hey, du, also wenn das mein Handy wäre, ich würde den Erdboden versinken. Ich habe keins. So peinlich wäre mir das. Ist das nicht furchtbar, Thomas, jetzt überall die Handys? Ah, eine Pest ist das. In jedem, früher waren wir verheiratet und hatte Kinder und heute, da hat man ein Handy. Ne? Ja, nur. Früher hat man es durch die Blume gesagt und heute haben sich manche gar nichts zu sagen. Ne? Aber Hauptsache, alle Welt sieht's. Also die Leute werden immer verrückter, kann ich dir sagen. Ja, Stumpf? Ja. Rudi Reschke vom Postamt Potsdam-Niederbirne. Genau, klar, Rudi, bist du richtig. Hier ist sozusagen dein Stangeweit, mein Rudi. Aber du kannst dann hier beim Thomas Gottschalk anrufen. Nee. Ach so, nee, das ist natürlich was ganz anderes. Ja, ich soll die absolute Showgröße des Jahres grüßen. Ja, den Mega-Knaller des Jahres in der Saison. Den Liebling der Fans. Ja, die Hoffnung der Massen. Ja, ich grüße den FC Hansa Rostock. Ja. Ja, geht los, mein Rudi. Der Rudi. Das ist er, ja. Ach, nur mal, Rudi. Ja, Rudi, wir müssen schon was. Mein Rudi, was hast du noch? Was? Ach, noch was ganz, ja, was ganz Wichtiges. Was denn? Was, der Postminister steht bei dir am Postschalter? Ach, du hier, der Bötsch. Wir sagen ja auch manchmal liebevoll die gelbe Gefahr. Rudi, was hast du dem? Der hat dem eine geklebt. Was? Ach so, eine Briefmarke auf dem Umschlag, ja. Sag mal, warum kann der denn das nicht selber machen? Ach so, wegen der neuen Ortstarife beim Telefon. Da ist selbst dem die Spucke weggeblieben, ja. Was ist, Rudi?
Ja, na klar, guck ich heute Abend Boxen. Guckst du auch Boxen? Boxen, klar, der Junge gewinnt. Axel gewinnt, glaub mir's, der gewinnt. Warum? Na ja, wir Ostdeutschen boxen uns da überall durch, Rudi. Ja, ach, klar. Mein Rudi, ja. Das ist Rudi, Rudi. Rudi, eins muss ich dem Axel sagen, wenn er jetzt gerade zuguckt und sich gerade warm macht. Axel, sei bitte so lieb. Wenn du mal einen auf die Lichter kriegst oder so, oder hier unter der Gürtellinie, lass dir nichts anmerken, keine Wirkung zeigen. Sonst heißt wieder, wir Ostdeutschen jammern bloß. Ja, ja, ne. Was ist, Rudi? Ja, ich muss aufhören, Rudi. Ja, ja, sonst rastet hier noch jemand aus. Na, nein, doch nicht die Zuschauer. Wir sind doch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ja, Rudi, ach du, Rudi, ist ja, früher ist ja hier die Welt 100 Jahre später untergegangen als woanders. Das ist heute anders. Nee, heute ist das anders. Wieso? Na, heute geht's 80 Jahre später unter. Wieso 80? Du musst die Mehrwertsteuer mitrechnen, Rudi. Ja. Was heißt hier 15%? Ich hab da auch schon wieder was Leuten hören, Rudi. Ja, nee, du hast doch gar keine Ahnung von Steuern, Rudi. Nee, ach, natürlich haben wir in der DDR auch Steuern bezahlen müssen. Aber das kannst du doch nicht mit jetzt vergleichen, Rudi. Früher war das roter Terror, heute ist das nur schwarzer Humor. Ja, nicht doch mal, Rudi. Ja, ach, schön, hast du bitte Zeit? Ja, tschüss, mein Rudi. Ja, ja, Rudi. Hätte ich doch. Ja, Rudi, wir müssen dem Finanzminister Weigel ein bisschen auf die Finger gucken. Ja, aber Menschenskinder, wir wissen das machen, wenn der ständig die Hände in unseren Taschen hat. Ja. Ja. Ja, ja, Rudi, ich muss jetzt aufhören, sonst bin ich hier bei den Leuten durch. Was? Ach so, apropos FDP. Ja, hast du auch schon gehört hier, die Leuthäuser Schnornberger und der Rexroth, die sollen ja jetzt gehen? Nee, nicht, weil die schlecht sind. Nein. Nein, die wollen, dass jedes FDP-Mitglied mal Minister wird. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß, das war ein bisschen ungerecht, nicht wahr? Ich weiß, mein Rudi. Ja, ja, das ist ungerecht, ne? Man soll nicht immer über Politikerwitze machen. Ja, die haben es ja auch schwer, besonders die Bundestagsabgeordneten, was die manchmal alles so einstecken müssen. Ne? Und wenn teure Diäten sind, ja. Rudi, ich muss jetzt, nein, Rudi. Rudi, ich muss jetzt den Schluss machen, sonst überziehen wir den Laden hier noch. Und nichts ist in dem Land schlimmer, als das Ladenschutzgesetz zu verletzen, ja? Ja, obwohl jetzt immer mehr nach Ladenschluss einkaufen, ja. Rudi, das macht es ganz einfach. Das musst du organisieren, 10 Mann müsste da sein, ne? Ein Auto nehmen, rückwärts in die Schaufensterscheibe reinfahren, dann springen die alle ab und kaufen ganz schnell ein, ganz schnell, ganz schnell, ja, ja. Nee, aber das wollen sie ja jetzt in Ordnung bringen hier, ne? Der Innenminister. Ich weiß bloß nicht, kannte oder kannte er das nicht? Ja, Rudi, ja. Rudi, ja, wir müssen Schluss machen, sonst wird das Telefongespräch zu teuer, ne? Weihnachten steht vor der Tür. Ach so, Rudi, das will ich doch noch zum Schluss sagen. Weihnachten fällt aus, ja. Ja, den Weihnachtsmann, den hat die Steuerfahndung am Wickel. Das muss der ja mal so kommen, nicht wahr? Das ganze Jahr nicht arbeiten, aber einen großen Schlitten fahren. Mach's gut, Rudi! Da, Rudi! Auf dann, ja, wir komm! Wir laufen! So, hier! Oh, hier brennt's gleich! Ja, brennt gleich! Jetzt wird gewettet. Eine tolle Geschichte. Es geht tatsächlich um Adventskerzen und es geht um einen Gummi. Ich habe einen dabei. Ich kann ja heute nicht mehr ohne Gummi in der Tasche aus dem Haus gehen. Moment, hier, das. Mit so einem Schnipsgummi schießt der Adventskranzkerzen aus. Ja. Genau so lautet die Wette. Martin Hilgenhöfer aus Dortmund schafft es, in 3 Minuten 20 Adventskerzen aus 3 Meter Entfernung auszuschießen. Und zwar mit diesen Gummiringen. Ich werde ihn dir vorstellen und du wirst mir sagen, schafft er es oder schafft es nicht. In 3 Minuten. In 3 Minuten. Hier ist Martin Hilgenhöfer. Grüß dich, Martin Dauert. Ja. Das sind die 20 Kerzen, die du mit diesen Gummis ausschießen willst. Eine ziemliche Entfernung, wenn man bedenkt, dass man mit Gummis ja nicht so zielen kann wie mit was anderem. Bist du Beamter, der irgendwo auf der Post sitzt und zwischendurch aufs Fliegen schießt? Nee. Oder wie kommst du zu dieser Nummer? Irgendwann saß ich mal am Schreibtisch, nicht wahr? Und dann lag da so ein Gummi rum und irgendwo brannte eine Kerze. Und dann habe ich halt mal ausprobiert. Ne? Und die Kerze war aus? Genau. Hast du da Trainingseinheiten eingelegt? Hast du das richtig geübt? Vor einer Woche habe ich angefangen. Dann würde ich dich bitten, in Position zu gehen und mir vorher noch sagen, was machst du im richtigen Leben? Die Leute wollen wissen, wenn er schon kein Gummi ausschießt im Beruf, was macht er dann? Fotograf. Fotograf? Mhm. Machst du Hochzeiten und all die Geschichten? Nee, Kunstfotograf. Nein, natürlich. Ein richtig künstlerischer Mann. Schade, dass wir kein Foto von dir dabei haben, aber ich bin überzeugt, wenn du das machst, wird die ganze Welt dein Foto sehen. In 3 Minuten 20 Kerzen ausschießen. Ich werde es versuchen. Nimm Platz, ich versuche das hier mal anzuzünden. Natürlich hier mit besonderem Special-Effekt. Schauen Sie mal, eine Kerze, zack, und alle sind entflammt.
Stumpi, meine Frage, schafft das oder schafft er es nicht? Ich glaube, er schafft. Er schafft's. Weil ich habe das früher auch gemacht. In der Schule habe ich da immer Spickzettel vorgeschnipst. Manchmal habe ich einen Lehrer getroffen. Manchmal? Aber das geht. Das geht. Natürlich ist unser kleiner Freund Charlie, den wir gerade noch mal gesehen haben, nicht per Zufall da. Es gibt eine neue Serie und die heißt Alles mit Charlie. Er wird in einer Familie zu Gast sein, dieser kleine Affe. Und natürlich gibt es da schon Ausschnitte daraus. Wir zeigen dir einen kurzen Ausschnitt. Diesen Ausschnitt wirst du nachher synchronisieren. Hast du gesehen? Guck mal, wer da spricht, also wo die Tiere sprechen. Hast du mal gesehen? Ach, wenn ich die Wette verliere, ja, muss ich das machen. Wenn du die Wette verlierst, ach so, ja. Ja, hab ich gesehen, ja. Musst du diesen Ausschnitt so synchronisieren, dass der Affe spricht. Wir gucken uns das ganz kurz an. Jetzt spricht er nicht. Wenn du die Wette verlierst, spricht er nachher. Wie heißt du eigentlich? Anton? Florian? Auch nicht. Ah, ich hab's. Charlie, du heißt Charlie. Ja, Otto. Ich bin gespannt, was er damit macht. Er ist mit dem Löffel. Komm, Philipp, hört euch jetzt mal auf. Das muss doch jetzt nicht sein. Na, und wer soll das machen? So, das war der kurze Ausschnitt. Oh. Er fand ihn toll, er wird ihn noch besser finden, wenn du ihn synchronisierst. Aber es hängt davon ab, ob Martin es schafft. Martin, du bist konzentriert, hast die Kerzen im Griff. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie die Zeit aussieht. 20 Kerzen auszuschießen, 3 Meter Abstand. Top, die Wette gilt. Erste hat er geschafft und natürlich sehen wir zu Hause jetzt, wie die Zeit läuft. Finde schön, dass wir gerade diese Adventszeit so ein kleines besinnliches Weihnachtsschießen hier präsentieren. 19. Wichtig ist, dass der Mann konzentriert arbeitet. Er hat mehr Gummis als Kerzen, selbstverständlich. Nein, das ist. Verletzungsgefahr ist gering. Ja. Wenn Sie so einen Weggummis morgen mit in die Kirche nehmen, können Sie beim Hochamt schön den Christbaum dann ausschießen oder den Adventskranz. So, es ist noch 1 Minute und 45 Sekunden Zeit. Und er sollte jetzt rechnerisch die Hälfte haben. Das haut noch nicht ganz hin, aber Nummer 12 ist erloschen. 13, 1 Minute 20 Sekunden. Nein. So, jetzt der große Countdown, die Top 10. Noch 1 Minute. Und es brennen noch 6 Kerzen. Fünf. In 40 Sekunden noch 4. 10 Sekunden pro Kerze. Ja. Noch 3 Sekunden. Noch 3 Kerzen in 30 Sekunden. Souverän. 1 Kerze. Ja! Martin! Toll! 20 Kerzen,
Er hat an dich geglaubt. Du hast es geschafft. Affe bleibt unsynchronisiert, aber trotzdem Gast im Studio. Du bist ein Anwärter auf den Thron für den Wettkönig. Glückwunsch, Dankeschön, wir sehen uns nachher wieder. Okay, Martin Hilgenhöfer. Wir fahren fort in unserer großen Reihe Superstars bei Wetten, dass. Er ist da. Viele haben es nicht für möglich gehalten, dass er wirklich kommt. Er hat es nicht so weit gehabt wie andere, aber trotzdem, durch den Schnee war es nicht ganz einfach für ihn nach Rostock zu kommen. Der Mann kommt aus Ostfriesland. Er hat die Ostfriesenjungs mitgebracht. Hier ist Otto und seine Ostfriesenjungs. Samstagnacht, es ist soweit. Das Publikum macht sich bereit für Otto. In Rostock ist man schon so gespannt. Auf wen? Otto! Das hast du gut erkannt. Drum sage ich es nochmal. Auf Otto. Jetzt kommt der Refrain. Ich hab mich für den Abend ganz besonders präpariert. Der Hals ist frisch gewaschen und ich bin auch glatt rasiert. Habt ihr sowas Schönes jemals gesehen? Wie Otto! Begeisterung ist grenzenlos, das macht mir frohen Mut. Ehrliche Begeisterung, die finde ich richtig gut. Drum sage ich's nochmal, ein dreifach hoch auf Otto. Otto, Otto. Dankeschön! Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich, weil Sie so gut mitgemacht haben, habe ich einen Wunsch frei. Und zwar, wenn ich sage los, dürfen Sie sich etwas wünschen. Wenn ich sage stopp, ist die Wunschzeit vorüber. Los, stopp, schade. Ich wünsche mir jetzt ein kleines Märchen, und zwar ein Märchen von Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Heutzutage singt man Hänsel und Gretel ein bisschen anders. Heutzutage klingt Hänsel und Gretel nämlich so. Hänsel und Gretel ist nun mal so, gehen den Hexenwald long time ago. Where do they come from, where do they go? Frag Dolly Meek, frag Cotton Eye Joe. Hänsel und Gretel, heiter und froh, gehen den Hexenwald long time ago. Warum so heiter, warum so froh? Die Hexe sieht aus wie Cotton Eye Joe. Hey! Vielen Dank. Vielen Dank, der Applaus ist gerechtfertigt. Aber einen habe ich noch, es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Ein junger deutscher Sänger hat sich mal mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar mit dem Thema Hexen. Hexen leben im Wald. Hexen wohnen im Knusperhaus. Hexen zaubern heimlich. Hexen sehen irgendwie anders aus. Oh, Hexen sind so mordhässlich. Hexen sind auf dieser Welt einfach ziemlich lästig. Hexen kneten Lebkuchenteig. Außen hart und innen ganz weich. Sind auf Hänsel und Gretel geeicht. Wann ist die Hexe ne Hex? Wann ist die Hexe ne Hex? Hey!
schön. Moment, einen habe ich noch. Es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Skapadapa, juppidudeli, babendudel, babendudeli, wedeli, 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 skippende, wedeli, Hänsel und Gretel! Skibidi, wedeli, juppendolodo. Juppendolodo. Skibidi, wedeli, juppendolodo. Juppendolodo. Skibidi, wedeli, juppendolodo. Juppendolodo. Hänsel und Gretel, ja, die gingen durch den Wald. Etwa war furchtbar dunkel und etwa war furchtbar kalt. Die kamen an den Häuschen von der Pfefferkuchen feit. Und sag mal, wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? It's the Hexman. I'm the Hexman. Ein Stadtmensch, das Hänsel. Sie glauben wohl auch, dass Sie hier oben im Hexenwald in Sicherheit sind. Aber Vorsicht! Bin Schwulme! 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 Und zwar, es gibt noch eine Version von Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel sind es leid, immer durch den Wald zu irren. Sie suchen also eine Wohnung. Und eines Tages entdeckt das Hänsel eine vielversprechende Annonce. Eo, eo. Eo. Eo, eo. Eo. Knusperhaus im Wald. Ohne Mietkaution, na wo gibt's das schon? 1400 kalt, Hexe inseriert, Hänsel interessiert, er unterschreibt gleich den Vertrag. Sie ziehen ein am selben Tag, doch in der gleichen Nacht trifft sie fast der Schlag. Das ist ja alles hier verbaut, das ist ja alles viel, viel kleiner, außerdem total versaut. Wie das hier aussieht, glaubt uns keiner. Das ist alles voller Krümel, voller Streusel, voller Schimmel, dieses Haus. Entschuldigung, da ziehen wir wieder aus. Entschuldigung, da ziehen wir wieder aus. Also, Otto Waalkes. Otto, okay, die Kelly und die Kellys, Otto. Oh, ja, Otto Kelly. Einen hab ich noch. I wish I had a pepper cake. I saw it last night in my dream, but Big Hänsel took it all. I'm only Gretel, I'm so small. Sometimes I wish I were a Hänsel. Sometimes I wish I were you.
The King of Comedy, Otto. We love you. Herrschaften, natürlich. Sie wissen, er kommt wieder. Lasst ihn gehen, er kommt wieder. Die Weltstars treten bei uns ja zweimal auf, Sie wissen das. Freuen sich auf das große Ereignis Otto meets Cher. Tonight. Die beiden hier werden sich begegnen. Und selbstverständlich sollen die Boxfans bitte nicht nervös werden. Wir haben uns abgesprochen, Axel fängt an, wenn ich aufhöre. Ja, nein, das ist, Sie brauchen, wenn der Vater zu Hause zappt, lassen Sie das bleiben. Wir haben uns mit RTL abgesprochen, die senden bis zum Boxkampf nur Werbung. Und wir fangen verbindlich mit dem Boxen dann an, wenn ich sage, es ist Schluss, Axel, du kannst. Bitte keine Nervosität. Es ist auch wichtig, dass Sie weiter dranbleiben, gerade die Boxfreunde. Wo kriegen Sie denn sonst ein bisschen Kultur mit, wenn nicht bei mir? Jetzt haben wir das Thema große Stimmen. Und leider haben wir immer das Problem, wenn es sich um die Großen im Sopran oder im Tenor handelt, dann reden wir von Placido Domingo oder von Luciano Pavarotti. Bei den Damen ist es Jessie Norman oder Montserrat Caballé. Wir haben sie auch. Glücklicherweise kristallisieren sich immer mehr zwei deutsche Weltstars auf der Opernszene heraus. Keiner hat sie bisher zusammen gehabt. Die eine lag bereits in den Armen von Domingo und der andere singt in Bayreuth die großen Rollen. Er ist in Japan unterwegs. Hier kommen sie Hand in Hand. Wir begrüßen unsere beste Sopranistin Waltraud Mayr und unseren größten Tenor Peter Seifert. Guten Abend. Servus. Servus. Peter, grüß dich. Bitte schön, hier ist der Teufel aus, gell? Guten Abend. Es wird noch besser. Ich habe immer gehört, nicht so. Mit dem Popo in die Kamera. Ne? Ach komm, das ist. Auf der Opernbühne muss den Leuten auch manchmal die Rückseite zu. Seltenst. Sag mal, ich muss das erstmal genießen, hier zwei Kollegen mit denen zu sitzen. Zwei Parsifale. Ich bin auch. Seitdem zählen Sie zu meinem Kollegen. Ach so, ja. Wir haben ja einmal schon haben wir uns gegenseitig angesungen. Ja. Und Stumpi kommt aus Unterhaltung. Wir sind also die U und das ist E. Aber heute mischen wir uns auf das Feinste. Sag mal, es wogt ja eine Musicalwelle durch Deutschland. Hilft das der Oper auch oder ist euch das eher eine unangenehme Konkurrenz? Das ist keine Konkurrenz für uns. Das eine ist eben für das eine Publikum. Ich bin ja heute in die Sendung gekommen, auch deshalb, weil ich möchte ein bisschen was dagegen tun, dass die Leute immer so eine Schwellenangst haben zur Oper. Und die sollten mal sehen hier anhand von unserem Dasein, dass das also Menschen ganz normale Menschen sind, die also auch gerne wirklich Bier trinken. Wirklich normal? Kann man, wir erzählen das besser nicht. Aber trotzdem, ihr seid komischerweise ja, was man bei so ernsten Berufen nicht voraussetzt, lustige Leute. Ich kenne euch ja inzwischen ein bisschen. Ja, sehr albern bin ich. Waltraud manchmal auch. Das steckt an. Aber wird im Opernbereich richtig gelacht, ja? Ja. Hinter den Kulissen. Aber auch auf den Kulissen. Eine schlimme Erfahrung gibt es natürlich, wenn man hinter den Kulissen, das gibt es vielleicht in anderen Bereichen auch, viel Spaß hat. Dann wird es meistens kein großer Erfolg. Ne? Also wenn es ernst und hart zur Sache geht, dann kommt meistens ein großer Erfolg und umgekehrt nicht. Das ist ein großes Geheimnis, was ich nicht erklären kann. Ist Erfolg eurer ausländischen Kollegen euch manchmal ein Dorn im Auge? Also sagst du, gut, die drei Tenöre, also als Musketiere, ein Vierter könnte noch dazu. Siehst du dich auch geistig und in diesem Reigen der großen Tenöre oder sagst du, ich mache meine eigene Gruppe auf? Es fängt schon mit dem Namen an, glaube ich. Ne? Pavarotti. Und Seiferotti. Ja, ich habe gesagt, man muss Pietro Saponetto heißen oder sowas. Sapone, ne? Pietro, das wäre nicht schlecht. Man sagt ja so bei den Tenören, das sind so die Latin Lovers und die heißen dann auch so, du bist Rheinländer, bist du so auch der rheinische Lover? Der rheinische Junge, ne? Ich weiß nicht, Mann, aber ich bin, natürlich muss ich als Tenor immer diese Liebhaber spielen, das fällt mir schon schwer, mit jedem Pfund, dass ich also zunehme im Laufe der Jahrhunderte. Liegst du schwerer auf den Damen? Also. Liege ich schwerer auf den Damen, genau, so kann man sagen. Ne? Die arme Waltraud wird ja vielleicht mal mit mir noch mal ein Parsifal machen. Auf dir. Das ist dann besser, ne? Das ist eine Absprache mit dem Regisseur dann. Mhm. Ja. Ach so. So rum geht das auch. Geht auch. Ne? Ja, dann schieben wir es auf die Regisseur. Wir werden nachher noch ein bisschen über das Opernfach zu reden haben. Ich schicke ihn nämlich gleich nach außen. Aber eines muss ich wissen. Man sagt, die Tenöre, das wären so die Blondinen der Opernszene. Es gibt die blödesten Witze über die Tenöre. Ist das richtig oder erzählst du selber keinen? Ich kenne gar keinen. Das ist schon ein Witz. Das ist schon ein Witz. Also, wir werden nachher eine Chance haben. Er ist nämlich so freundlich, haben wir den ganzen Abend noch zusammen und hilft mir ein bisschen in der Demonstration meiner Wette. Unsere Kerzen sind aus, Stumpi. Ja, ich komme. Da hättest du natürlich sofort. Das sind alles Ostbetriebe, da geht's nicht. Nein, das aus. Ist hier.
Nicht, dass da so jemand hierher schießt. Es ist nämlich, nein, wir machen das Ding an. So, gut. Wieder plus zwei, ja? Wunderbar. Zwei. Ja. Die Stimmung war toll. Also, ja, ne? Wir standen ja draußen und ein bisschen zugehört. Pass auf, jetzt geht es nämlich um eine Feuergeschichte. Ich schicke die gleich nach draußen. Also die Idee ist nur die, also Sie wissen ja, dass man wenn man also hier Kerzen ausschießt, das ist, wir haben das ja Rambo-mäßig zweimal hier. Guck mal hier. Also das ist im Kleinen. Ja. Wollen Sie zu Hause auch mal hier? Machen Sie bitte jetzt die Scheibenwischer an am Fernseher. Oh. Und immer wischen schön. Nein, wir schicken ihn jetzt nach außen, denn es geht um eine Löschwette. Ich werde das gleich genauer erklären. Du machst dir den großen Schal um, dass du dich nicht erkältest. Den lasse ich weg. Den lässt du weg? Ja, ich wollte mal keinen großen weißen Schal tragen. Ich habe immer einen roten, aber den lasse ich weg. Das macht den. Darf ich auch einen ausschießen? Ja, selbstverständlich, ich schieße einen aus. Ich gehe sofort. Moment. Ciao. Sei ein heldischer Mann. Wir sehen uns gleich wieder. Peter Seifert. Wie schlecht. Was man alles als Tenor können muss. Ah, oh, Waltraud, ich habe dich ja in den Armen von Domingo schon liegen sehen. Wie ist das, wenn also so ein Traummann einen über drei Stunden lang ansingt, reagiert man da auch als Frau oder nur als Sopran? Als beides natürlich. Ja? Als fraulicher Sopran. Ja? Ja. Aber ist es also so ging es mir auch mit ihnen natürlich. Und, aber gut, aber der sagt immer, liebe mich, verlass mich nicht. Sagt man doch, komm, du sagst, das musst du singen, weil es im Heft steht? Oder denkt man, der Kerl meint das so? Das sind ja alle so Geschichten, die das Leben schrieb, ne? Ja. Also insofern stimmt schon. Und sind also mit Domingo hast du gesungen, wer noch von den Großen, sind das so tolle Kerle oder reduzieren sich doch im Opernalltag dann? Oh nein, das sind wirklich ganz große Menschen. Große, ja. Tolle Männer. Ja. Verknallt man sich in so Leute oder? Ach, durchaus mal zeitweise. Ja. Wir präsentieren jetzt unsere Wette und du wirst dich entscheiden. Peter wird mir draußen helfen. Es geht um Folgendes. Hans-Jürgen Hart und seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Luschendorf wetten, dass sie ein lichterloh brennendes Auto mit lediglich zwei Eimern Wasser in weniger als 1,5 Minuten löschen werden. Ich weiß nicht, putzt du zu Hause selber? Weißt du ungefähr, wie viele Liter Wasser in einem Eimer sind? 20? Genau, oder? Genau. Ja doch, nehmen wir also 10 Liter 10? Ist ein Eimer, aber zwei Eimer 20 Liter. Ja. 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 Ob der das schafft, ein ganzes brennendes Auto. Ein ganzes lichterloh brennendes Auto mit zwei Eimern zu löschen. Und mit einem Trabi. Du bist ja ein Trabi-Spezialist seit deinem Film. Ja. Ist das eigentlich ein Auto, das unterschätzt wird? Bist ja. Du? Ja? Ja. Ein tolles Auto. Läuft. Läuft. Aber Leute, man will ja lieber Leute, fahren Leute, hier. Läuft. Hast du noch einen irgendwo so als Nostalgie? Nein, aber ich fahre wieder Volkswagen. Fährst du wieder Volkswagen? Ja. Da hat man sich da verbessert, ja? So, wieder Volkswagen. Trabi war es auch. Ach so, ja, genau. Da bleibst du dabei. Ihr reist in der ganzen Welt rum. Ja. Was ist der nächste Termin? Ich glaube, da gibt es auch so 98 Termine, 99 Termine. Wie lange plant ein Opernsänger vor? Jetzt geht's, wir planen jetzt 2001. Im Jahr? Für die großen Projekte. Da sind wir wahrscheinlich schon längst out und vergessen, also die Opernsänger. Und die Stimmen musst du lange halten dann. Ja, das ist oft so ein Risiko. Man muss also vorher schon wissen, was man dann vielleicht sich zutrauen kann. 2001, ja. Ich glaube, Peter ist jetzt da, wo er sein sollte. Und wir machen die erste Schaltung vor die Halle hier, vor die Stadthalle in Rostock. Ja, Tommy. Und, ja, Peter. Jetzt so. Hier draußen ist auch der Teufel los, nicht nur in der Halle. Und, oh. Ja, ja. Ist ja klar. Es nieselt und bieselt und regelt und titscht. Und, oi, kann ich schon weitermachen? Im Hintergrund wird jetzt jemand zunächst schon mal ein Auto in Flammen bringen. Das müsste jetzt geschehen, glaube ich. Macht ihr mal das Auto an. Hallo. Es geht also um Folgendes. Ja. Um eine schöne Wette. Da brennt schon das Auto, sehe ich im Monitor. Habt ihr das auch? Ja, klar, nur wenn es bei dir brennt, brennt es bei uns, ja. So, und wenn das jetzt brennt, dann haben wir hier von der Freiwilligen Feuerwehr Luschendorf, ich habe immer gesagt, Löschendorf. So. Der Gemeinde Rathenau habe ich hier den Herrn Hart und der Hart wird jetzt mal erklären, um was es eigentlich bei dieser Wette geht. Ja, wir sind hier mit unserem Trabi angetreten. In diesem Trabi haben wir ein von uns selbst entwickeltes Löschgerät eingebaut, wofür die Wehr auch das Patent besitzt. Dieses Löschgerät lässt sich in jeden beliebigen Löschwagen einbauen. Dieses Gerät wird über den größten europäischen Feuerlöschgerätehersteller vertrieben.
Wer da nähere Einzelheiten über wissen möchte, wende sich bitte an seine nächste Minimax-Geschäftsstelle. Also, ein bisschen Werbung muss sein. Grandes Spektakel, würde ich mal sagen. Ein großes Spektakel findet hier draußen statt. Und ich schalte jetzt erstmal zurück, weil ihr den Wetttipp ja abgeben müsst da drin. Ne? Also wir haben den Trabi gesehen. Den Trabi haben wir hier gesehen. Aber ich kann mal noch mal eineinhalb zeigen. Minuten dauern. Sie haben da zwei Eimer Wasser drin. Und ich frage dich, Waltraud, ist es möglich, dass Sie das in eineinhalb Minuten schaffen? Ja oder nein? Also ich würde sagen, wenn es ein Wartburg wäre, hätte ich vielleicht meine Zweifel. Aber bei einem Trabi ja. Gut. Sie schafft das. Du sagst, Sie schaffen ja. Das locker in eineinhalb Minuten. Was wäre das Angebot, wenn Sie es nicht schaffen, dein Wetteinsatz? Also ich habe ja schon gemerkt, das Publikum ist eingesungen. Mhm. Ich bräuchte euch dann wieder. Ich würde nämlich einen Kanon einstudieren. Und zwar froh zu sein bedarf es wenig in drei Gruppen. Das kriegen wir doch dann hin, oder? Drei oder wir wären natürlich naturgemäß vier hier. Eins, zwei, drei, vier. Ist drei einfacher, ja? Es geht nur in drei. Es geht nur in drei Gruppen. Also gut, Gruppe eins, zwei, das teilen drei. Wir nachher ein. Genau. Gut, also es wird Kanon gesungen, wenn Waltraud Mayer ihre Wette verliert. Jetzt schalte ich wieder raus. Peter, du darfst die berühmten Worte sagen, top, die Wette gilt, wenn du meinst, die sind fertig draußen. Also sie müssen noch mal Reklame machen. Schau mal, jetzt bin ich schon drauf. Also schauen wir uns mal um. Ja, es ist der Wagen könnte eigentlich noch ein bisschen mehr in Flammen geraten, aber da es draußen ein bisschen nieselt und regnet, ist das nicht ganz so einfach, so ein Auto wirklich in Form zu bringen. So, die Feuerwehr hat sich mittlerweile schon in die Startposition begeben und es wird jeden Moment losgeben. Da kann man noch ein bisschen Stoff noch zu. Da müsste ein bisschen mehr brennen, finde ich. Mehr Stoff, mehr Feuer, Freunde. Leg nach. Ne? Also, ich würde sagen, wir machen jetzt ganz ruhig. Ich würde sagen, Achtung, fertig. Jetzt brennt es ganz schön, ja. Brennt schon? Jetzt brennt es schön, ja. Ah, kann man gut. Nicht meckern. Also, da kann man loslegen, Thomas, meinst Jawohl. Du? Jawohl. Okay. Ich würde nochmal sagen, das magische Wort, top, die Wette gilt. So, jetzt. Das Feuerwerk greift an. Schält sich durch den Nebel. Go, Trabi, go! Ein Mann. Jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Jetzt verschwindet das Ganze im Rauch. Noch 45 Sekunden. Ja! Jawohl! Sieg rein! Das Unglaubliche! Ja. Tapfer, tapfer! Liebe Freunde, das Unglaubliche ist wahr geworden. Lodern zum Himmel sehe ich die Flammen, wie es in Troubadour heißt. Und die sind hier erloschen. Man sieht noch in einer Rauchwolke, das Feuer scheint gelöscht zu sein. Und ich stehe hier an diesem Riesenauto. Wahrscheinlich das kleinste Feuerwehrauto der Welt. Und wir schauen mal, welche Menge Wasser verbraucht wurde anhand dieses. Das sind immer 5 Liter. Boah, halber Eimer. 5. Und wie man sieht, hier ist die rote Markierung. 5 Liter Wasser waren nur nötig, um dieses Auto zu löschen. Wette gewonnen, danke schön. Die Wette ist gewonnen. Peter, komm zurück. Peter, komm zurück zu uns. Komm zurück. Danke. Ciao, ciao. Ich darf mich an dieser Stelle bei Senatorin Carmen Jens bedanken, die uns die Genehmigung gegeben hat für dieses Unternehmen und natürlich bei OB Arno Pöker. Ich muss dazu sagen, die Feuerwehr von Rostock hat sich natürlich bereit gehalten. Die hätten das noch schneller geschafft. Herzlichen Dank auch, dass wir da diese Genehmigungen erhalten haben. Und jetzt kommen wir, während Peter zu uns zurückkommt, zu einem weiteren Höhepunkt dieser Veranstaltung. Sie ist eine der ganz Großen in der Popszene, eine Diva. Wir werden sie nicht nur singen haben, sondern wir werden sie auch nachher bei mir auf der Bank begrüßen. Herzlich willkommen in Rostock, Cher. Hier ist Walking in Memphis. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first-class ticket, but I'm as blue as a girl can be.
to the gates of Graceland. Watched him walk right through. Now security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I'm walking with my feet 10 feet off a beat. They got catfish on the table. They got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Now Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him. They asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. He said, tell me, are you a Christian child? And I said, man, I am tonight. Walking in Memphis. Chair. Aha, may I help you? Yes, please. Oh, ho, ho. Yes, please. Guck mal, hier gibt's Blumen. Thank you. That's so. Yeah. Herzlich willkommen. Welcome, Chair. So. Es ist ein paar Jahre her, 87 haben wir uns zum ersten Mal gesehen. 87 in Kiel, that's when we met. Yes. Ja, ich erinnere mich sehr gut, weil ich anschließend mit Brigitte Nielsen auf dem Gynäkologenball war. Das war ein... Doch. So, hi, this you? Is the Grand World of Opera. Peter Seifert. Hi. Hartraud Meyer. Wolfgang Stump. Please. So. Okay. Das ist unsere Übersetzung hier. Dann wird das alles einfacher. Tut mir leid, wenn ich hier dauernd rumfummeln muss. I'm sorry, I have to touch you all the time. Okay, here. You do it. Okay. I could do it, I think. Ja. Alrighty. I was wondering why I couldn't understand what you were saying. Ja, Thomas? Because it was German. I know. Ja. Cheer. Also, herzlich willkommen erstmal. Rostock, das ist ein weiter Weg, aber schön? Yes, it is. Ja, ja klar, wunderschön. Danke. It's a man's world, heißt dein neues Album, It's a man's world. Ist das auch deine Meinung? Also hast du inzwischen deinen Kampf als Frau aufgegeben und gesagt, die Jungs sind vorn? Well, I think that, yeah, it's true. Ja, ja. Das stimmt. Es ist so. But once you know that, aber wenn man das mal weiß, then you don't pay any attention to it, dann you just keep going. Braucht man sich nicht mehr drum zu kümmern, dann kann man einfach so weitermachen. Ich habe gerade gehört, dass du ein Schloss, glaube ich, in der Schweiz hier angeschaut hast und irgendeins in England. Yes. Suchst du einen neuen Wohnsitz? Natürlich würden wir gerne auch in Deutschland. Gerade hier gibt es sehr schöne Schlösser. Können wir dir auch ein paar Immobilien vielleicht anbieten? Nein, noch nicht. Aber heute kam ich ja her zur Probe und da sprach jemand davon, ja. Wie muss dein Traumhaus aussehen?
It has to look like naja, stone. Es muss aus Stein gebaut sein, es muss ein mittelalterliches Schloss, eine Burg sein mit einem Wassergraben, aber nicht unbedingt feucht sein, kein feuchtes Gemäuer. Und dann vielleicht ein Kirchenraum, eine Kapelle. Also eigentlich wie ein Märchen. Das ist dumm, aber das gefällt mir. Es gibt bestimmt irgendetwas in Deutschland, was Cher gefällt. Also wäre schön. Könntest du dir vorstellen, in Europa zu leben? Ja, natürlich. Ich habe ja in England schon gelebt. Seit April bin ich in England. Ich fühle mich gar nicht als Ausländerin. Wir auch, wir kennen dich schon so lange und sind so große Cher-Fans. Wir würden dich gerne hier bei uns sehen. Wir wissen auch viel über dich. Ich bin ja großer Bunte-Leser und da war neulich ein Foto von Cher und da war also immer so Pfeile drauf, was alles aus Plastik ist. Also wenn das alles stimmt, was da in der Bunten steht, dann müsstest du abend Plastikreiniger googeln. Wie reagierst du auf solche Geschichten? That one especially, naja, that die one Geschichte ist, das ist schwierig. Denn als ich das erste Mal gesehen habe, da hieß es, meine Rippen habe ich mir rausnehmen lassen und dann meine Kieferknochen und dann mein Hintern habe liften lassen und so weiter. Und das ist natürlich vielleicht dumm und ich wollte da gar nicht groß zuhören. Aber 10 Jahre musste ich da immer wieder mit konfrontiert werden. So wie Sie und Bridget Nielsen. Im Flughafen, So Sachen hängen einem nach. Aber hier sitzt sie neben mir schön und hüpft als wie immer. Also ich kann Ihnen garantieren, ja, das fühlt sich alles gut und echt an. It's lovely. Hier sitzt die große Opernwelt. Es gab hier immer wieder so Sachen. Also Sting hat mit Pavarotti gesungen, dann hat natürlich Freddie Mercury mit Montserrat Caballé gesungen. Könntest du dir vorstellen, hier mit so einem großen deutschen Tenor mal gemeinsam was zu machen? Interessiert dich überhaupt Oper und Zusammenarbeit? I don't know how I could. Ich weiß nicht, wie ich das bewerkstelligen sollte. Also, das scheint mir doch sehr entfernt von dem, was ich mache. Denn als Schauspielerin, so wie man sagen würde, Cher, würdest du Shakespeare spielen? Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage wäre. Aber du hast ja gerade gehört, was sagen die Kollegen zur Stimme? Super. Ist ein Alt, oder? Was ist das? Gefällt mir. Die Stimmlage ist schwer auszumachen so bei solchen Sachen. Aber ich würde mal sagen, Mezzo. Ne? Mezzo ist mindestens, ne? Wenn ich höre. Du würdest sofort mit ihr in ein... Also ich wäre sofort bereit, so etwas zu machen. Ich habe das nämlich sehr gern, diese Musik. Ich höre nicht zu Hause nicht nur Oper und klassische Musik. Noch schöner. Das wäre schade. Ne? Mhm. Also ich würde es auch machen. Also du wärst ja, ja. Stellen wir auch sofort. Genau. You sing? You don't sing, singen, right? Singen Sie? Nein, aber er sieht so aus. Er ist der deutsche Barry Manilow. Ich habe mit Emily gesungen. No, you don't really look like a singer. Nein, Sie sehen nicht wie ein Sänger aus. Nein, er ist ein Schauspieler. Aber ich habe auch einen Bart. Also. Tja, eine Frage. Es gibt ja nun viele Männer, das ist ja auch Mode, die Zigarre rauchen. Liebst du Zigarrenrauch? Oder wenn dich einer küsst, der eine Zigarre geraucht hast, hat er da keine Chance? Ich hasse es eigentlich. Ich mag es nicht. Ich hab auch keine Zigarre vorher geraucht. Aber die Herren, die ich dir gleich vorstellen werde, die haben nicht nur geraucht, sondern die werden auch gleich rauchen, obwohl sie, das muss ich dazu sagen, erklärte Nichtraucher sind. Die Anbieter unserer nächsten Wette sind Nichtraucher. Umso überraschender liest sich Folgendes. Roland Büchi und Dominik Häusler aus Zürich wetten, dass sie mit verbundenen Augen, ist ja klar, 50 Zigarren am Rauch erkennen und die Markennamen dann also korrekt nennen. Schaffen Sie es oder schaffen Sie es nicht? Ich stelle dir die beiden Jungs jetzt vor. Hier sind Roland Büchi und Dominik Häusler. Servus. Herzlich willkommen. So. Meine Herren, bitte, wir stellen uns gleich mal zu den Zigarren. Erst möchte ich euch mal kurz dem Publikum vorstellen, selbstverständlich. So, hier sind unsere Kameras. Es kann nicht sein, dass der ehemalige Postminister Schwarz-Schilling dein Vater ist, oder? Nein, das kann nicht sein. Hast das seine Mutter, hat dir das mehrmals... In Sonnenschein im Herzen ist nicht das Schlechteste, aber du siehst ihm ein bisschen ähnlich. Ja, das weiß ich gar nicht. Gut. Macht nichts, so schlimm ist ja auch nicht. Also, meine Herren, wie war das nun mit dieser Raucherei? Ihr habt nie Zigarren geraucht. Wie kamt ihr dann auf diese Idee?
Nun, wir haben das einfach mal versucht und haben gesehen, dass es sehr große regionale Unterschiede gibt. Also italienische, deutsche, Schweizer und österreichische Zigarren haben sehr große Unterschiede. Und haben wir gesagt, wir können das, wir können 50 Zigarren am Geruch erkennen. Ja. Und ihr seid auch während der Test nicht süchtig geworden? Also ihr seid inzwischen nicht Kettenraucher geworden? Nein, auf keinen Fall. Eben, sonst habt ihr bei Cher keine Chance. Die mag Männer nicht, die nach Rauch schmecken beim Küssen. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut. So, das Ganze funktioniert folgendermaßen, dass wir aus diesen 50 Zigarren 5 aussuchen. Cher, würdest du so nett sein, einfach hier, damit das auch unser Publikum glaubt? Denn ja, wir haben natürlich nicht die Zeit, 50 Zigarren zu rauchen. Ach so, Entschuldigung, du musst deinen Übersetzer mitbringen, ja. Toll sieht's aus, ne? Ja. Ja, das ist... Hi. Please. So. Hi. Das ist Roland Dominik. How are you? Nice to meet you. Ja, so. Das ist Cher, ne? Kannst du, take a chair, verstehst du hier ein bisschen so? Also, jetzt machen wir 5 bitte. Moment. Bevor wir aussuchen müssen, um Gottes Willen, die Jungs erstmal hier blenden. Schau mal, hättest du gedacht, dass dir Cher mal ein BH aufsetzt hier? Einfach so, einmal hier und einmal hier. They are not supposed to see anything anymore. Das war ein bisschen lusch, glaube ich, oder? Ja. Mach ein bisschen fester. Ja. All right, hold on, let me see. So. Can you see anything? Nein, der sagt er auf jeden Fall ja. Ist einfach testen. So. Ja. Zeig ihm dein Tattoo und wenn er zuckt, dann. Wow. All right. So. No, I trust them. Nein, die können wirklich nichts mehr sehen. So. Jetzt suchen wir bitte 5 Pärchen aus mit der Schachtel. Ja, mit der Schachtel. So. Okay. Okay, ja, das ist wunderbar. 1. And, those are horrible. Boah, die sind toll, ja. Also die kann man im Notfall auch als Zäpfchen empfehlen hier, wenn... So. So. Ja. I don't think you could say that on American TV. Ich glaube, im amerikanischen Fernsehen dürfte man das nicht sagen. How about those guys? Die sind wunderbar. Okay. Dankeschön. Oh, that one's kind of nice. Und die hier drüben. Ja. Hier noch so ein paar Exoten da. Da hinten, da gibt es ganz schlimme da. Those horrible ones. Ja. Diese furchtbaren da. Ja. Jetzt haben wir, allerdings ja, die Schweizer rauchen sowas. Oh, wait, but you know what? We didn't get rid of those horrible big ones. Na gut, wie dann tauschen wir. Dann müssen wir eins austauschen. Okay. Right. Wir haben 5. Okay, freilich, ja, selbstverständlich. Hier die. Die da, ja? Welche? Die da, welche? Die da? Yes, those are horrible. Gut. Ja, die sind schlimm genug. Gut. Tja, das rauchen die Jungs jetzt alle für dich und werden die Namen sagen. Glaubst du, dass sie schaffen? Well, I don't see how they can, especially. Na, ich weiß gar nicht, wie sie es schaffen sollen, da sie ja gar nicht Raucher sind. Sie sind ja nicht Raucher. Ich hoffe es, ich würde es hoffen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie es können und sagt eher nein. Wenn sie es denn doch schaffen, Cher, was würden wir machen? Vielleicht ein bisschen was Deutsches? Kannst du I'll sing Silent Night in German. Ja, dann singe ich Stille Nacht auf Deutsch. Cher, da freut sich der Charlie. Okay, guck dir das Ganze an. Dankeschön, have a look. Danke. So. Falls die Tierfreunde übrigens verzweifeln, also hier, das ist nur ein abschreckendes Beispiel, wie es einem geht, wenn man zu viel raucht, dann liegt man eines Tages flach auf dem Boden. Und er war schon hinüber, als wir ihn getroffen haben. Also machen sich bitte die Tierfreunde keine unnötigen Sorgen. Ihr seid soweit? Ja. Seht immer noch nichts? Gut. Dann sage ich jetzt, erst gebe ich euch 2 Zigarren hier mal in die Hand. So, und sobald ihr sie haltet, sage ich, top, die Wette gilt. Diese werden jetzt natürlich gezündet. So. Das ist ein Irakema. Eine Irakema und das ist richtig.
Jawohl. Dankeschön. Und die Zigarren werden sofort vernichtet. Das bringt natürlich einige Kinder jetzt auf Ideen, was man mit so einem Wettangebot alles machen könnte. Kommt der Vater nach Hause, stehen drei nackte Mädels auf dem Gang, sagt der Sohn, das ist nur eine Übung für Wetten, dass. Ich teste da was. Also ihr versprecht mir wirklich, dass damit niemand zum Rauchen jetzt animiert wird von unseren jungen Zuschauern. Wir kommen mit der Zigarre Nummer 2. So. Zünden sie wieder an. Wir machen zwischendurch noch mal unseren Blindtest. Das hält niemand Schweizer aus. So. Und nehmen Sie das bitte ein bisschen ernster oben. Ja. Das ist ein Rösli Kiel. Ein Rösli Kiel und da haben Sie recht. Rösli Kiel. Nummer 2, danke schön. Oho. So, wo ist jetzt vorne und hinten? Ich glaube, wenn man sie raucht, dann so rum. Moment, Moment, die brennen noch nicht. Also wundert euch nicht. Brennen auch nicht und stinken schon. So, lasst euch Zeit. Das ist ein Schimmelpending-Talento. Ganz klar, auf jeden Fall. Das ist ein Schimmelpending-Talento. Moment, 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 jetzt bin ich selber durcheinander. Was habt ihr gesagt hier? Wo ist denn die Schachtel? Was soll es sein? Ein Schimmelpending-Talento. Ein Schimmelpending-Talento, ja eben, natürlich. So. Dankeschön. Boah, das sind furchtbare Burschen hier. Hä? Guck mal, die müssen wir angucken da. Das sind ja. Aber sie müssen nicht alle rauchen. So, Achtung, jetzt kommen die beiden. Aussehen tun sie wie Landjäger. Bitte schön. Also da gehört natürlich schon wirklich Einsatzfreude dazu, sowas zu rauchen. Aber die Schweizer, die sind ja Kämpfer von Natur aus. Wer sowas raucht, der greift auch Südtirol an. Das ist unser Exportprodukt. Das ist ein Villiger Exportrund. Wie soll der heißen nochmal? Villiger Exportrund. Nee, rund ist er, aber kein. Einmal dürft ihr daneben hauen und das habt ihr jetzt. Ich könnte sein, dass die Seite verkehrt war, vielleicht. Die Seite verkehrt war. Ja. Das sieht man bei den Dingern nicht so. Ich weiß, die sahen vorne so aus wie hinten. Also. Oh. Okay, nehmen wir die nächste. Also ich soll mal einen neuen rausholen, ob das die. Weil die nämlich extra waren. Warte mal, nee, das waren aber. Nee, das waren schon die. Das sind. Ja, nehmen wir die nächste. Schlimme Finger. Eingepackt sind sie wie eine Seife, aber das hilft mir jetzt. Also gut, einmal daneben, ja? Gut, der war das. Soll ich sagen, was war? Ja, was war's? Havana Zigar. Tabak Superieur. Okay. Okay, ja, gut. Gut, dann haben wir jetzt Jenne hier. Da hilft euch wahrscheinlich auch die Form schon etwas. So. Dann darf ich noch mal.
Brennt die nicht richtig? Ja, nicht so gut. Nicht ganz? Gut, dann legen wir nach. Das ist ja der Das ist eine original krumme, würzig milde Virginia-Zigarre. Allerdings, die kann man aber hier. Genau. Der Vorteil bei denen ist, besoffen kann man die nicht mehr bestellen. Eine original krumme, würzig milde Virginia-Zigarre. So, letzter Versuch, Freunde. Die muss jetzt sitzen. Eine Hediger Corinna Kiel. Hediger Corinna Kiel ist richtig. So, ihr dürft ihn. In letzter Sekunde und mit einmal durchatmen. Die hat euch gerettet. Hier, schauen Sie noch einmal. Das ist die. Das ist auch mein Lieblingsdesign übrigens. Das ist der gleiche Designer, der den Wachturm hat, glaube ich. Wenn man hier, guck mal, das ist. Jetzt kann ich nur gratulieren. Ja. Ihr habt uns allerdings auch ein besonderes Ereignis beschert. Cher wird Stille Nacht singen. Ich darf sie auf meiner Flöte begleiten. Ich habe mich schon. Ich dachte, hoffentlich vertippt sie sich. Wollt ihr Zigarre mitnehmen? Oh. Ja. Nein, bitteschön, nehmt euch eine. Aber nicht, dass ihr mal anfangt zu rauchen. Die bringt ihr den Papa mit, ja? So, dankeschön, wir sehen uns gleich wieder. Nicht alle. Ja, räumt hier ein, der ist doch ein Schwarzschilling. So. Cher. They did it. Yes, they did. I didn't think they could. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie aber das schaffen. Die Schweizer werden im Allgemeinen unterschätzt. Hoppala. So. Oh. Ich habe hier meine Blockflöte. Es ist aber so, dass ich das ganze Lied kann ich nicht, weil da ein paar Töne nicht drin sind, die in dem Lied vorkommen. Ich würde ein kleines Vorspiel anbieten, ja? Und dann, beim Vorspiel sitze ich und dann stehe ich auf. So mache ich das. Ja. A little introduction. Kleine Introduction. To get everyone in genau, the mood. Genau. Ja, und eine kleine das ist Einleitung, unser, damit alle Leute eingestimmt das ist, sind. Das ist unser erster Ton dann. Oh je. Achtung. Ruhe da oben. Jesus. Also ich versuch's trotzdem mal. Ich muss jetzt das Holz machen. Also. Hör. Charlie, auf. Ich bin dran. Ruhe jetzt. Komm. Bisschen weihnachtliche Stimmung, Herrschaften. Also. Weil wir schon in dieser feierlichen Stimmung sind. Es gibt aber einen, der es schöner kann und feierlicher als wir. Do you like the Ave Maria? Yes. Ja. Jetzt, oh, I love it. Peter Seifert, für uns beide und für den Rest der Welt, Ave Maria. Amen.
Peter Seifert. Okay. Siehst du gerne solche Sachen? Ich meine, das sind ja nun fast Klassik-Hits. Ja, das sind schon fast, wenn man es böse sagen will, schon fast Schnulzen geworden. Ja. Aber ich singe es deshalb, weil ich es nach wie vor selbst schön finde. Sonst würde ich es nicht tun. Mhm. Also Ave Maria kann ich immer hören, auch im Sommer, nicht nur zu Weihnachten. Ja. Und auch Waltraud, ich meine, nun, es gibt auch von Frau Mutter jetzt eine CD, Romanze. Würdest du auch so richtige Hits singen? Einfach, weil ich auch gerne mal. Man singt immer nur viel zu viel ernste Sachen und das würde uns mal gut tun. Ne? Ja. 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 Jetzt kommt einer, der singt ganz selten ernste Sachen. Vorher hat er bereits gesungen und jetzt ist er auf der Bank. Das ist also auch eine Jahrhundertbegegnung. Er ist der deutsche Tom Hanks. Okay. Ja, hier ist Otto. Was? In die Mitte. Einmal, sure, das sure. ist so einfach ein blonder Typ. Also ganz, ganz anders als die amerikanischen Superstars, aber... Is this real chair? Das ist die echte Chair. Ja. This is the echte Chair. You are the echte Chair? Yeah. I'm the echte Otto. Ah. There's a ring to that, maybe. Otto and Cher. Was Otto und Cher, das klingt doch ganz gut zusammen. Also wie Sonny und Cher, Otto und Cher. Okay, put your little hand in mine. Entschuldigung. Schmeiß dich ran hier. Otto, bitte. So, okay, sorry. Heute wird auch gearbeitet, gesungen hast du schon? This is live, this is all live. Yeah, it is. Yes, yes. Yeah. Live. Otto, ich stell dir deine Wette vor jetzt. Yes, yes. Seine Wette. Okay, I do nothing. This is the bist du ein Mensch, der Telefonbücher zerreißen kann, Otto? Aussehen tust du so? He asked me if I can tear Telefonrechnungen. Ja? Nicht Rechnung, Bücher. Books. No, I can't. I'm not strong enough, you know? Muscheln. Yes. Okay, Muschel. Du könntest es wahrscheinlich. Boah. Es ist ein amtliches Telefonbuch von Vorarlberg. Ich habe übrigens mal nachgeschaut. Es gibt zwar kein Otto da, aber es gibt ein Otto-Witz. Ein Roman Otto-Witz lebt in Dornbirn. Otto-Witz, it's an Otto-Joke. You don't understand. Otto-Joke. Don't listen. Yeah, it's okay. So dieses Telefonbuch. It's a bad pun. Yeah. Schlechter Witz. Yeah. No, it's not good. No, it's not bad. It's an Otto-Witz. It's okay. Otto. Ich weiß, es gab schon mal eine Telefonbuchwette. Es gab auch ausgerechnet in Rostock schon eine Telefonbuchwette. Ich dachte, ich müsste übersetzen. Sie hatte das Ding im Ohr. Das habe ich nicht. Sorry, I didn't know that you have this thing in the ear. Oh, I'm sorry. I didn't know. I wusste. I know. Well, it's nice of you to care. Yeah, sure. Aber das ist ja nett, dass Sie sich so um mich Sorgen machen. Das ist ja deutsches Stück. Oh, that's... Nobody told me. I didn't know. It's okay, now I know. Also, there's a translator and I have to shut up. Zurück ins Deutsche. Okay, sorry. Also ich muss leise sein, da ist ein Übersetzer und ich muss jetzt ruhig sein. Ja, okay. Das wusste ich doch nicht. Nein, ich okay. habe... Sorry. Okay. Wie gesagt, es gab schon mal eine Telefonbuchwette in Rostock. Ich mache deswegen die zweite Telefonbuchwette, weil es bald keine Telefonbücher mehr geben wird. Das ist das Telefonbuch von morgen. Glauben Sie, dass da alle deutschen Telefonnummern drauf sind? So sieht das aus. Das ist ganz Deutschland. Schauen Sie, in der Mitte sieht man schön den Bodensee hier. Da, das ist... Also ganz Deutschland, das ist The New Technique, CD-ROM. Hier ist die alte Technik. In Österreich gibt es die Telefonbücher vielleicht noch ein paar Jahre länger. Wilfried Kohler jedenfalls hofft das, denn Wilfried Kohler wettet, dass er es schafft, in 6 Minuten 10 Telefonbücher in jeweils 8 Teile zu zerreißen. Sagen Sie mir nicht, das wäre nicht intellektuell. Reich Ranitzky verbringt sein Leben damit, Bücher zu zerreißen. Aber Otto, beziehungsweise Otto Kohler. Nee, wie heißt der Fußballer? Gibt es noch einen? Der Fußballer ist... Coca-Cola. Nein. Jürgen Kohler. Ich wollte nur, die Technik interessiert mich, weil sie so ein Ding im Ohr hat. Komm nur, schleifst du bloß an Chair ran. Überhaupt nicht, never, no. You are very beautiful. What happened? She touched me. Ah! Chair touched me, yes! Das ist ein Applaus werden, oder? Ja, auf. Otto. Schafft es Wilfried Kohler, die Telefonbücher in 6 Minuten zu zerreißen, ja oder nein? Das ist mir doch egal. Natürlich schafft er das. Telefonbücher. Okay.
Ich glaube, das kann man nicht. Das schafft man einfach nicht. Man schafft es niemals. Niemals. Otto sagt, er schafft es nicht. Never. Otto, ich sage dir, was du tust, wenn du dich vertippst. Nein, du sagst mir. Was ist? Also wenn ich durch diesen Saal fliegen. Das ist ein Trick, den hat Copperfield mir gezeigt. What's funny about that? So, ich werde durch diesen Saal fliegen. Durch die Stadthalle Rostock werde ich. I will fly. I heard. Yes, I will fly without strings. Also ohne strings. Es ist gefährlich. Deswegen, eigentlich würde ich es nicht gerne tun, aber wenn ich verliere, mache ich es. Okay? Wow. So. Wir sind gespannt. Natürlich wird Wilfried Kohler versuchen, Otto verlieren zu lassen, denn er will es unbedingt schaffen. Hier ist Wilfried Kohler aus Dornbirn. Wilfried. Um dich richtig anzuheizen, muss ich dir sagen, dass dieser Spargelfriese Otto behauptet hat, du schaffst es nicht. Zeig sie. Zeig sie. Das ist ein normales, durchschnittliches Telefonbuch. Also, Pfötchen hat er, muss ich sagen, hier. Er hat auch als Kind Blockflöte gespielt, hat aber mehrere verbogen dabei. Guckt euch das an hier. Oh, nimm meine kleine Hand in deine. Das ist also die Hand von Wilfried. Was machst du im normalen Leben mit dieser Hand? Was bist du vom Beruf? Ich arbeite in der Stadt Dornbirn. Ja? Im Rathaus und... Im Rathaus? Ja. Also bist du Gemeindediener? Ja, Gemeindediener, genau. Boah, Mann, da die Gemeinde kann sich glücklich schätzen. Und du entsorgst die Telefonbücher oder bist du da im Recyclingamt? Nein, das machst du nebenbei. Nebenbei. So. Also, die Zeit läuft. 6 Minuten hast du, 10 Telefonbücher. Natürlich werden die Kräfte bei dir nachlassen, das ist klar. Gut. Dann wir haben ja 6 Minuten Zeit. Ich sage, top, die Wette gilt. So. 8 Teile. Also das ist Teil 1. Wird natürlich immer schwieriger. Oh. 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 Schauen Sie mal so. Ja. So kleine. So werden übrigens diese kleinen Langenscheid-Lexikons hergestellt da. Das ist da stehen sie immer. Und reißen die Lateinbücher her. Das ist noch alles und auch nicht mogeln. Es muss also immer 8 Teile sein. Der Mann muss dabei also auch noch rechnen. Das war. Und er hat noch gute 5 Minuten. Insofern liegen wir noch gut in der Zeit. So, falls Sie zu Hause mitmachen wollen, versuchen Sie es mal mit Dr. Zhivago. Ah, jetzt, er pumpt schon. Das erste Durchreißen ist nicht so schlimm. Aber das sind die Dinger, die wehtun. Schon beim Zuschauen. Und, jawohl. 4 Teile. 6 Teile. Und 8. So, ja, jetzt die Hände. Ist auch schon mal in die Hose gegangen, ich meine, der Druck. So, jetzt haben wir wieder also die 4 Teile. Und jetzt wird jeder halbiert. Ich reiche mal zu. Ist gut. Ein guter Handlanger. Ja, 6 haben wir noch. Ein ganzes. Falls Ihnen das gefällt und Sie sich auch einarbeiten wollen. Sie können ja klein mit Telefonrechnung anfangen und sich dann auf Bücher steigern. So, jetzt kommt der Moment bei 3,5 Minuten, wo die Kräfte natürlich weniger werden. Und wir haben noch 5 Bücher. 5 Bücher, Halbzeit ist jetzt. Und jetzt achten Sie bitte mit mir darauf, dass es auch immer genau die versprochenen 8 Teile sind. Da nicht 2 zu Boden sinken, aber ein österreichischer Gemeindemitarbeiter würde nie im deutschen Fernsehen mogeln. Mhm. 3 Minuten noch.
Jetzt nicht schwächeln. Ja. Jawohl. Prima, Rostock. Zweieinhalb Minuten. Oh, ja. Noch zwei Bücher in 1,50. Ja. 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 Und das letzte in 1,20. Acht Teile. Ja. Noch. Zweimal zwei Teile, 50 Sekunden. Und noch einmal. 40 Sekunden. Jetzt! Toll ist der Mann. Kriegt man da einen Krampf oder werden die Hände so heiß? Was? Heiß werden sie. Heiß werden sie. Sieht also, nice. Wenn Sie zu kalten Händen neigen zu Hause, wissen Sie, was zu tun ist? Oh, siedend heiß. Oh, da kommt selbst ein Österreicher leicht ins Schwitzen und ins Schnaufen. Glückwunsch. Noch einmal. Oh. Gewonnen eindeutig Wilfried Kohler. Dankeschön. Wir sehen uns nachher wieder. Super. So, wir können das Ganze abräumen. Dankeschön. Ich danke auch unserem Kleindarsteller, der hier die 5 Minuten durchtelefoniert hat. Aus, danke. Das war's. So. Aha. Mario Adolf. Guten Abend. Ja, ja. Herzlich willkommen. Ja. Hast du schon mal in Rostock gespielt? Nein, noch nicht. Nein. Große, ja. Starker Mann, hä? Toll, ja. Ha. Also nicht einmal wir können uns leisten, Mario Adorf hier als Kleindarsteller in Telefonzelle zu stellen. Er kam freiwillig und er kam gerne, denn er hat was auf dem Herzen. Also wir beide haben heute was abzuliefern. Ich mache den Anfang. Ja? Bitte schön. Denn ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das ZDF wieder wie jedes Mal zu Weihnachten eine Platte für Sie bereit hat. Wetten das? Und das Ganze ist nicht meine Idee, sondern das ist die Idee einer Studie. Die beiden Hauptdarsteller sind auch drin. Schauen Sie mal, das ist nicht Marianne und Michael, sondern das ist Professor Stolte und Hannelore Kohl. Das Foto von ihr ist drin, deswegen ist die CD viereckig. So, das ist hier. Und Sie können es, Sie können diese Platte selbstverständlich jetzt in allen Geschäften kaufen. Die Christmas, die Weihnachtsplatte von Wetten, dass. Tolle Sachen drauf. Pat Benatar, Paul McCartney, Jethro Tull. So, jetzt bist du dran. Paul Young. Du hast ein Filmwerk abgeliefert. Ja. Ein Darsteller bist du, das heißt der Schattenmann. Richtig. Zwei Sätze dazu oder auch drei. Ja, es ist der neue Dieter Wedel. Fünfteiler diesmal, nicht Vierteiler. Nach dem Bellheim ist es jetzt also ein Fünfteiler geworden. Es ist eine Geschichte über einen verdeckten Ermittler. Und ich spiele darin einen Paten, einen Immobilienhai aus der Frankfurt. Böse. Ja, könnte man sagen. Es ist also, es geht um das organisierte Verbrechen. Wann wird das laufen? In Deutschland. Es wird
laufen ab 1. Januar. Und da möchte ich eine Warnung aussprechen. Als damals zur gleichen Zeit der Bellheim lief, die vier Teile, kamen viele Leute nachher zu mir und sagen, leider habe ich den dritten nicht gesehen. Kannst du mir nicht den zweiten besorgen? Ein anderer hatte den ersten nicht gesehen. Ich möchte die Leute warnen. Machen Sie einfach nichts anderes am 1., 3., 6., 8. und 10. Januar. Schauen Sie sich ihn an. Der Schattenmann. So, na Schatten. Ich gebe es zu, Mario. Am liebsten wäre es natürlich, wenn wir jetzt einen Ausschnitt zeigen würden. Ja, das wäre natürlich sehr schön. Vielleicht kann man eben noch ein paar Worte dazu sagen, wer mitspielt. Ich bin nicht der Schattenmann. Das ist ein Newcomer, ein wunderbarer Schauspieler vom Thalia-Theater, Stefan Kurth. Und dann ist es ein erstmaliges Zusammenspiel zwischen Günter Strack und mir. Dann ist Heiner Lauterbach darin, Heinz Hönig, der ja schon der Böse im Bellheim war und diesmal ein Komiker ist. Und es sind die drei Damen, Maya Maranoff, Jennifer Nitsch und Julia Stemberger und viele, viele andere, die man zum Teil auch schon im Bellheim gesehen hat. Schöne Frauen, also zeigt mir bitte den Ausschnitt jetzt. Nein! Entschuldigung, das war der falsche. Ja, jetzt den richtigen bitte. Oh, seine Zauber. Weihnachten, zweiter Advent. Jetzt. Auf dich ist kein Verlass mehr. Jetzt machst du mal halblang, gell? Als der Auftrag für die Umgehungsautobahn vergeben worden ist, werden die da geholfen? Hm? Seither bist du für mich nicht mehr zu sprechen. In letzter Zeit hat es viel Ärger gegeben, das weißt du ja selbst. Schießerei, Brandanschläge. Ein verdeckter Ermittler ist tot, sein Mann ist tot. Gefängnis einfach kalt gemacht. Du wirst mit all dem in Zusammenhang gebracht, Jan. Und im Augenblick entscheidet sich meine ganze Karriere. Du hast eine Menge Geld durch mich verdient. Mein Gott, ja. Aber ich habe mich doch auch immer erkenntlich gezeigt, oder? Im Moment kann ich mir's nicht leisten, mit dir in Verbindung gebracht zu werden. Ja, Schattenmann im Januar im ZDF. Mario Adorf ist dabei. Herzlichen Dank für diesen Besuch. Dankeschön. Wiedersehen. Frohe Weihnachten. Mario Adorf. Servus. Wiedersehen. Ist ja leider so, dass deutsche Musik beim Musiksender MTV, beim internationalen Programm, kaum eine Rolle spielt. In einem Fall gibt es eine Ausnahme. Er hat es geschafft. Für ihn gab es eine eigene Unplugged-Sendung. Hier ist Herbert Grönemeyer. Dass es dich gibt.
Ich will mich an dir satteln, immer mit dir sein. Betanke mich mit Leben, lass mich in deinem Arm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Lustig, Servus, Wolfgang Stumpf, Waltraud Meyer, Peter Seifert, Otto, Chair. Bitteschön. Ja, schafft einer das immer noch? Ja, man ist doch sehr angespannt, ja. Doch, auch engagiert. Dieses Unplugged, ist das heute für einen Künstler auch so die letzte Chance zu zeigen, dass man nicht von der Technik abhängig ist? Nutzt du das auch gern? Das ist auf jeden Fall eine unheimliche Herausforderung. Es ist auf jeden Fall so die Herausforderung schlechthin, dass man seine ganzen Stücke in neuen Versionen spielt. Die Kamera hat man auf der Nase. Es ist, als wenn man beim Küssen gefilmt wird. Es ist wirklich so, als wenn man hat einen tollen Kuss hingelegt und sieht das dann auf Video und denkt, oh Gott, das ist ja furchtbar, was ich da gemacht habe. Aber er ist weg. Man hatte nur eine Gelegenheit, aber es ist eine unheimliche Herausforderung. Che, hast du auch jemals unplugged irgendwas gemacht? So nur mit Gitarre und ganz zart? Oder immer Rock'n'Roll? Unplugged habe ich im Fernsehen nie gemacht, aber in meiner Show, ja, da nahm ich dann die Zeit, habe einige Lieder gesungen und es ist toll, gegen so viel Musik zu singen. Den Rostockern bist du vertraut, weil du hier auch schon große Auftritte gemacht hast. Wir haben unseren allerersten Auftritt überhaupt nach der Wende in Ostdeutschland hier in Rostock im Ostseestadion gespielt. Grönemeyer goes to Rostock. Und das war wirklich wie das erste Rendezvous. Das war ein unheimlich aufregender Moment, aber es war ein toller Tag. Ein Softrock meets Rostock. Also Softrock, zwei Stücke dabei. Ja, einzige, was sich reimt, insofern widersprich mir bitte nicht. Ja, ist in Ordnung. Herbert, wir haben noch ein bisschen Zeit zusammen. Ich muss unser Gespräch zweiteilen, weil ich zwischendurch eine Pizza anrühren muss. Du wirst gleich wissen, warum. Ja. Und zweitens muss ich mich leider von Chef verabschieden. Sie kam hier durch den Schnee zu uns nach Rostock von Berlin aus, fliegt morgen früh zurück und muss früh zum Flieger. Ich verstehe es, dass es nicht zu spät wird. Es war toll, dass sie da war. Chair, thank you very much. Du darfst einen von uns beiden küssen. Otto oder mich. Otto raucht Zigarren. I don't smoke. Hey! Thank you. Also, Herbert, guck uns zu. Ich gehe Pizza anrühren vorher. Passend zu den Haaren. Dankeschön, thanks again. So, ja, guck mal, hier noch vorbeilaufen. Ja, auch noch. Ein Opernkuss. Peter. Singen Sie noch. Thank you very much. Cheer. So, Herbert, ich bin gleich wieder da. Stell dir aber jetzt deine Wette vor, weil da eine gewisse Vorbereitung nötig ist und die können wir dann nachher zum Plaudern nutzen. Sigran Töck und Narun Demir aus Göppingen wetten, dass sie mit einem ganz normalen Pizzateig einen PKW über eine Strecke von 10 Metern abschleppen werden. Also die Frage, ist es möglich, einen PKW mit Pizza abzuschleppen? Wir haben schon Leute erlebt, in Italien der Reifen geklaut wurden, die dann mit einer Pizza weitergefahren sind. Aber ob es möglich ist, ein Auto abzuschleppen, werden wir sehen. Hier sind Sigran Töck und Narun Demir. Guten Abend. Guten Abend. So. Jetzt muss ich das mal zusammenbringen. Also ihr kommt aus Göppingen, heißt Sigran und Narun, das hört sich nicht italienisch an. Und ihr macht Pizza. Erklärt euch ein bisschen. Naja, wir sind alle auf die Idee gekommen. Aber erstmal, was seid ihr für Landsleute? Wir sind Aramäer. Aramäer. Aramäer, das heißt also, die Pizza ist nicht euer Nationalgebäck. Nein, die Italiener haben sie vielleicht erfunden, wir haben sie verbessert. Erstens. Zweitens, was macht ihr in Göppingen?
Ja, in Göppingen wohnen wir und in Senden haben wir unsere Pizzeria. Eine kleine Pizzeria und ja. Da macht ihr Pizza. Und wir werden uns nachher noch über Pizza und was man damit machen kann unterhalten. Erst müssen wir den Teig anrühren, den braucht ihr nämlich frisch. Falls ihr es nicht wissen zu Hause, in einen Pizzateig gehört nur... Mehl, Salz, Hefe und gut. Wasser. Gut. Hier gibt es Pizza-Anrührgeräte. Da ist auch ein Gitter drüber, weil die Italienerinnen über die Finger reinstecken. So, also jetzt machen wir das auf und ihr seid bitte so lieb und rührt euren Pizzateig an. Wir gucken noch zu. Da wird also nichts hinzugegeben. Kein Patex und kein Draht und gar nichts, sondern es ist der normale Pizzateig. Und nachher wird die Frage zu beantworten sein, kann man damit ein Auto abschleppen? Wie lange muss das ungefähr jetzt kneten? 4-5 Minuten. 4-5 Minuten. Dann lassen wir euch alleine. Die Kamera behält euch im Auge und ich gehe zurück zu Herbert. Ja, Grönbach, ja, Kneipkurt Grönbach. Grönemach, Grönemeyer. Jetzt komme ich zu einer delikaten Angelegenheit. Wir werden es aber. Er weiß, irgendwas ist. Die Brüder haben irgendwelche Bilder von mir. Er weiß nicht welche. Aber es kann dir gar nicht schaden. Stichwort Beatles. Hast du die neue Beatles-CD gehört? Wie findest du die? Free as a Bird und was damit zusammenhängt? Nee, habe ich nicht gehört. Nee? Also ich kenne meine Plattenfirma, hat die Platte, ich weiß nicht, ob das, aber es ist nicht, es war auch, glaube ich, vor meiner Zeit. Also Beatles, das haben meine Brüder gehört und meine Eltern, aber ja, ich nicht so viel Moment, gehört. Jetzt distanzier dich bitte nicht von deiner Jugend. Die Platte kenne ich nicht. Wenige wissen, dass Grönemeyer einmal der fünfte Beatle war. Wir wissen es. Oh. Und wir haben Beweise. Oh Gott, ja. Da war er noch der Grönemeyer. Da war ich aber noch in der Grundschule, glaube ich. Guck dir das an. Ah, das ist ein schön. Hübscher Kerl. Und da, schon mal ein Bild von Herrn Bund. Ja, das war in der Grundschule, glaube ich, vierte Schule. An der Grundschule. Schwester. Schwester Grönemeyer. Nein, das war er. Bitte machen Sie sich die Boxfreunde übrigens keine Sorgen. Ich habe es versprochen, Sie können auch kurz kontrollieren. Bei RTL läuft verbindlich Werbung. Es wird noch nicht geboxt, also keine Unruhe. Es wird Pizza geknetet bei uns. Also, was war das damals? Hast du früher so noch zwischen Schauspieler und Musiker jongliert? Du hast aber da beides gemacht. Das war ein Musical über die Beatles. Die sollten wieder einen Auftritt spielen und dann... Machen die es nicht und ich habe eine Erzählerrolle gespielt und dieser Erzähler wird hinterher zum Popstar gemacht. Das sah man auch gerade in so einem Sterntaler Paillettenkostüm und das habe ich dann gespielt. Aber ich war immer Musiker und glaube, ich bin auch als Musiker besser aufgehoben. Hast du gewusst, dass diese Fotos noch im Umlauf sind? Oder? Nee, das habe ich nicht gewusst. Na? Ich habe irgendwas gestern bei der Probe, habe irgendwas erzählt, aber ich wusste das nicht. Aber es ist ganz schön zu sehen, wie man damals aussah. Weißt du? Ja. Bist du beruhigt, das sind andere Fotos. Es geht aber auch. Genau, geht aber auch. Eben. Ja, wir haben immer so gefragt, wie die Verwandtschaft zwischen Klassik und Rock hier ist. Wie sieht es bei dir aus? Also einmal mit den drei Tenören oder mit... Ich würde ja mal gerne ein Duett singen. Ne? Wir beiden? Ja. Ja, ich muss dann üben noch, schwer üben. Ich glaube, die schreien ja mehr, als ich singe, heißt es gemein. Aber wir können ja mal sehen, ob wir das zusammen schreien können. Vielleicht geht das ja. Hey. Aber ich glaube die Popbranche hat mehr Probleme mit uns, als wir mit denen. Ja. Ich habe da keine Umgekehrt. Berührungsängste, sagen wir mal. Berührungsängste, überhaupt keine. Die haben natürlich Angst, ihr singt die nieder. Du hast ja eine Stimme. Ja, aber da kann man doch schön mischen irgendwie und so. Und schön den wilden Sound runterlegen und dann kommt dann so ein Engels-Sound drüber von uns dann. Ist das manchmal ein ungerechter Vergleich? Also wenn er vor 20.000 Leuten singt oder er die ganze Hallen ausverkauft, geht es ja ohne Mikro nicht. Bei euch muss es ohne Mikro gehen. Also ob es die Scala ist, ob es die Met ist, sagt ihr manchmal, ach komm, bei den Musicals haben sie alle so Dinge in den Haaren eingebaut. Sagt man manchmal, es wäre auch leichter für uns oder ist das einfach ein ungeschriebenes Gesetz? Klassische Musik, gibt es keine Verstärkung? Ich glaube eigentlich, es ist gleich schwer auch zu singen, ob mit Mikro oder ohne. Man singt mit seiner Stimme und man gibt so viel auch ins Mikrofon hinein, selbst wenn die Halle größer ist, genauso viel, wenn man ohne Mikrofon singen würde. Also im Stadion singt kein Opernsänger. Es ist einfach nur der Ausdruck, die Ausstrahlung, das, was man aussagen will. Ja. Und das kann man sehr gut, eigentlich sind die ja viel kreativer, die Popsänger. Kann man viel mehr mit der Popmusik machen als mit der Oper. Wir singen ja unser Gestanzel wie vor 100 Jahren und das ist insofern ein bisschen altmodisch. Ich will nicht über... Deswegen liebe ich trotzdem die Klassik und die Oper und mache das gerne, was ich mache, weil ich eben die Stimme dazu habe. Aber wenn ich jetzt also meinetwegen eine Popbranche singen würde, fände ich auch gut aufgehoben. Sie könnten doch gut einen Titel von Prinz singen, und zwar... You're sexy, motherfucker! Ja. Er hat Schleier! Er hat aber gesagt, als er dich gestern proben gesagt, der Mann ist musikalisch. Peter Seifert hat Otto Walkes Film. Bewundere ich sehr. Der ist wirklich musikalisch. Ich finde auch die Songs von Grönemeyer ganz toll. Hör ich auch zu das Hause. Das nervt jetzt schon wieder.
Und nee, ist wirklich, ich finde das ganz toll. Ich bewundere das auch. Er findet alle gut. Vorsicht, Vorsicht. Nein, nein, nein. Tommy auch, das Publikum auch, das ist klar. Ja, 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 nein, aber schon so ein Weiber. Die Beatles, nein, ich muss dir ehrlich sagen, also ich bin ein großer Beatles-Fan. Ist auch mehr deine aber, Generation. Schon, ist meine Generation, ich gebe es zu. Aber da ist Lennon, also man merkt schon, dass er das eigentlich mehr für die Badewanne gedacht war als für die LP. Also. Free as du solltest mal hier. Nein, nein, nein. Das ist doch ganz hübsch. Haben wir schon gemacht. Wie sieht der Pizzateig aus? Nicht, dass das nach hinterher Beton wird, ja? Gut, dann lasse ich euch kurz zurück und werde dir jetzt also die Frage stellen, ist es möglich, mit dem Pizzateig Auto abzuschleppen? Kannst du eigentlich gleich beantworten. Was meinst du, ist es möglich? Mit Sicherheit. Also ich denke, dass die beiden Fiats hier, dass die gut abschleppen. Ehrlich? Das sagst du so locker dahin? Also ich denke, das klappt auf jeden Fall. Gut. Das klappt. Was machst du, wenn es nicht klappt? Ja, das ist ja immer so schwierig. Was macht man aus dem Stegreif? Also ich habe mir vorgestellt, da Hansa Rostock die Bundesliga stürmt, werde ich mich hier blamieren und unter erschwerten Bedingungen auf Socken versuchen, 10-mal den Ball in der Luft zu halten, bevor er den Boden berührt. Yes! Grönemeyer! Als Ballartist. Wir werden sehen, ob es dazu kommt. Jetzt wird der Pizzateig rausgeholt, meine Herren. Ist er soweit, ja? Ja, ja. Gut. Wir gucken also noch einmal. Ihr knautscht den auch vor meinen Augen noch ein bisschen durch hier und reißt den auch ein paar Mal auseinander, um zu sehen, fürs Publikum, dass da also keine unerlaubten Fremdkörper eingebaut sind. So. Ja. Habt ihr Freundinnen auch richtig so, die euch jetzt... Eine Frau, das ist eine eigene Frau, ja? Und hast du auch einen weiblichen Fan zu Hause? Ja, sicher. Ja? So verabschieden sich die Pizzabäcker von ihren Frauen. Pasta la pizza, baby, I will be back here. So. Gut, jetzt ist das... Ja. Längen und jetzt... Aha, zeigen, also es ist ein ganz normaler Pizzateig. Wie viele Pizzas wären das ungefähr? So, 8 Stück. 8 Stück? Ja. Oh, in Schwaben wären es wahrscheinlich 9, ne? Ich bin ja über den Tisch hier. So. So, gut. Jetzt knautscht das Ding richtig durch. Und dann werden wir ein Auto 10 Meter versuchen, mit diesem Ding abzuschleppen. Wie kamt ihr auf die Idee? Ich meine, das ist ja nun eine lange Geschichte. Erzähl die Kurzfassung, ja. Erzähl ja. Ja, normalerweise braucht man 2 Leute, den Teig aus der Teigmaschine zu nehmen. Mhm. Der eine lupft an den Teig und der andere schneidet mit dem Messer drunter. Mhm. So holt man stückchenweise raus. Ne? Mhm. Und da war halt die zweite Person nicht da und habe ich versucht, den Teig alleine da rauszuheben. Hat sich die ganze Teigmaschine mitgelupft. Aha, und das ist ja von der Teigmaschine mit, geht genau ein Auto mit. Ja, da habe ich gedacht, jetzt probieren wir es mal. Das war dann die Idee. So. So. Gut. Also jetzt werden wir das Ganze, ist richtig, ja? Ja. Okay. Aufs Auto bauen hier. Bitteschön, unser Beitrag zu Essen auf Rädern. So, da. Einfach drum wickeln, also auch hier keine großen Fissematenten. Einmal den Pizzateig um diese Vorrichtung gewickelt. Da ist natürlich nichts anderes dazwischen. Keine Schrauben, kein Kleber. Nur die Pizza hält die beiden Autos zusammen. Gut. So. Jetzt, ihr sagt mir, wenn ihr soweit seid, ja? Ja. Gut. Sigran fährt. Ich sage, top. Die Wette gilt. So, langsam anfangen. Ganz. Langsam. Langsam. Bisschen schneller werden. Bisschen schneller werden. Bisschen schneller werden. Bisschen, bisschen. So, jetzt bleib so, bleib so. Bleib so, bleib so. Bisschen schneller werden. Bisschen schneller. So, langsam, langsam, langsam. Ja. Moment, 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 Moment. Aber das. Moment, Sekunde, jetzt haben wir hier unsere Dings. Ist er drüber oder ist er nicht drüber? Über die Dings. Oh, die Vorderreifen sind drüber. Damit ist die Wette gewonnen. Eindeutig. Hier ist die 10-Meter-Marke. Mach das wieder auch mal. Mach das wieder auch mal. Gut. Gewonnen. Knapp. Aber. Man hat so vor, dass er nicht Fußball spielen muss. Ne? Husch. Ja. Sehr gut. Aber man hat gesehen, es war keine. Ja, gib mal ein Stückchen Pizza zum Andenken mit. Komm, ein Teil, der kann. Ja, ein, als Talisman. Alle, was hier. Hunger haben sie. So.
Gut. Herrschaften, zur Sicherheit übrigens der Hinweis, bei RTL läuft Werbung. So, Dankeschön, Servus, Servus, bis gleich. Jetzt unsere Bitte an Sie. Was das? Wenn Sie auch so eine Idee haben, wenn Sie sagen, gut, ich bin auch ein großer Abschlepper, ich habe da eine ganz andere Idee, schicken Sie uns diese. Hier ist die Adresse. ZDF, Wetten, dass, Postfach 4040, 55 100 Mainz. So. Jetzt fliegt ein Otto durch die Halle. Otto, du musst fliegen. Das haben wir nicht vergessen. Wir haben hier, ja Moment, wir haben selbstverständlich deinen Flugmantel. Ja, du, wir sind auf alle Eventualitäten eingestellt. So, was schickest du da? Da wird aber Claudia Schiffer jetzt überlegen, welcher Flieger ihr lieber ist. Aber darf ich sagen, bin ich auf Sound? Ja. Hm? Das ist mein, ich werde diesen Fluganzug anziehen und werde jetzt wirklich fliegen hier durch den Saal. Ich habe es ja leider versprochen. Und während des Flugvorgangs also werde ich über ihren Köpfen kreisen und werde auch noch mal kurz zwischendurch landen und eine Jungfrau nehmen. Und mit ihr über ihren Köpfen kreisen. Vögeln gleich. Nee, also noch hinterher. Also erstmal fliegen. Alles fliegen, los. Okay. Otto geht an den Start. Also pass auf, da oben, ich werde mal anstecken. Ja. Da oben fliegt er los. Ja, ich werde fliegen wie eine Schwalbe, wie Andy Möller. Und zwar, wenn ich da vorne, da oben bin ich starten. Da oben werde ich abspringen und dann, ich werde da oben hochklettern, werde über, das Dachgeschoss gehen und da oben werde ich abspringen, okay? Alles klar. Kann ich gehen? Otto fliegt und bei RTL läuft er. Danke. So, Otto also jetzt wie eine Taube. Er wird ja selbstverständlich sich erst in die Höhe der Halle zu begeben haben, um die nötige Flughöhe zu erreichen. Ich bin mit ihm tontechnisch selbstverständlich verbunden. Oh, Otto, boah! Das sieht super gefährlich aus. Hast du Angst? Na, es geht noch. Moment. Aha. Junge, Junge. Das ist anstrengend. Ist doch ganz so hoch, ich Idiot. Warum habe ich das bloß zugesagt? Ich bin nicht ganz dicht. No. So, ich bin gleich oben. Moment. Ah, ja. So, jetzt bin ich oben. Achtung. Otto, gut, dann sage mir bitte, wenn du in Flugposition bist, die Höhe ungefähr... 25. Willst du die Position und die Höhe? Ich weiß, ich bin 1,75 groß und bin ganz hier oben. Aha. Moment, jetzt geht es los. Warte. Achtung, Vorsicht. Jetzt gehe ich hier lang. Ich bin jetzt oben. Achtung. So, ich habe jetzt die Position erreicht und werde jetzt losfliegen. Achtung, ich fliege jetzt. Ich fliege! Ja! Oh. Boah. Ja. Zu. Da hier noch mal in Zeitlupe. Komm mal. Aber wie eine Eins. Sehr gut. Sieht gut aus. Hey, oh. Moment, das war nicht aber wirklich nur ganz knapp daneben bei der Lande. Auf dich nicht mehr. Sorry, ich hab's geschafft. Oh. Dankeschön. Otto. Hast du gesehen? Für eine. Komm mal, wir haben eine kleine Pizza haben wir schon gebaut. Gleich wird es noch eine große geben. Hier die TED-Entscheidung. Wer war für Sie der Wettkönig des heutigen Abends? War es unser Kerzenausschießer? Dann wählen Sie die Nummer 0137-0011. War es die Trabi-Löschtruppe mit zwei Eimern Wasser, einen brennenden Trabi? Die gleiche Nummer mit der 2 am Ende. Die Rauchexperten auf der Schweiz 0137-0013. War es der Österreicher, der mit letzter Kraft das letzte Telefonbuch zerlegt hat? 0137-0014. Oder waren es die Autoabschlepper mit dem Pizzateig? Die Telefonnummer 0137-0015. Sie wissen, dass wir am Ende hier singende Politiker haben. Dazu kommen wir gleich. Ich darf die Pizza mitnehmen und darf auf dem Rückweg alle Telefonnummern noch einmal sagen. Hier also die Pizzatelefonnummer
01370015, dann Rücklaufen, Telefonbücher 14, die Zigarren 13, die Feuerwehr 12 und die Kerzen, die 11 am Ende, 01370011-15. Hier bin ich mit meiner Pizza, während Sie telefonieren. Wenn wir unsere Saalwette nicht schaffen sollten, wenn es mir nicht gelingt, Politiker zum Singen dieses Liedes zu bewegen, man muss ein Schwein sein auf dieser Welt, bin ich ein Freund und bringe, wir haben hier so ein Haus nebenan, da so ein Hochhaus, da sitzen bestimmt einige Familien und haben Hunger, weil sie sagen, wir haben vor lauter Aufregung um Otto, guck mal da gegenüber, vor lauter Aufregung um Otto haben wir keine Erdnüsschen nachfüllen können. Ich liefere nachher eine Pizza frei ins Haus. Und zwar diese, bringen Sie hier zum Braten oder zum Backen. Irgendeiner nimmt die bitte weg. So, und warten jetzt darauf, wie sich unsere Saalwette entscheidet. Wo ist der Zettel? Hier ist er. Also, und du bist das, jawohl. Rodolfo. Ja. Sag mal, Rodolfo Valentino, ist das ein Künstlername oder? Fast. Fast? Ja. Du möchtest im Fernsehen nicht erkannt werden, hm? Naja, so kann man das auch sehen, ja. Schwein sein auf dieser Welt. Also, fünf Politiker. Fünf Politiker. Nun ist das Ganze ja eher eine musikalische Übung als eine Art von Selbstbekenntnis. Du musst ja auch Sachen singen, um es den Politikern etwas leichter zu machen, die du nicht glaubst. Also ich meine, du stehst als böser, was gibt eine böse Opernrolle, sagst mir... Tenor, fast keine. Ja, Tenore immer gut. Immer gut, immer Helden, immer siegreich. Aber also würdest du als ein Politiker zutrauen, dass er sich hinstellt und sowas singt? Du musst dann Schwein sein auf dieser Welt. Wenn er Selbstironie hat, dann ja. Gut, wir suchen... Darf ich was dazu sagen? Ja. Wenn er ein guter Politiker ist, dann macht das bestimmt, denn Politiker machen das ja alles, um ins Rampenlicht zu kommen. Hör auf! Jetzt machst du ja auch noch schlecht, bevor sie auftreten, bist du wahnsinnig. Na wenn, sag wenn. Ich. Wenn. Also die Frage, gibt es fünf mutige Politiker, die sich hinstellen und singen, du musst ein Schwein sein auf dieser Welt? Ich sage, ich weiß es nicht. Und sage, top, die Wette gilt. Kommen Sie oder kommen Sie nicht? Oh! Oh, oh. Mutig, die Herr. Oh ja, da muss man. Oho. Oho. Aber alle schön in einer Reihe. Frau Kultursenatorin, leiden Sie jetzt. Ordnung. Was sagt der Politiker? Sagt, wir stellen uns hier hin und hoffen, dass du deine Wette gewinnst? Oder sagt ihr, na ja, es ist, wir haben es auch schwierig in unserem Job und wir werden manchmal anders gesehen, als wir sind? Also kleines Politikerbekenntnis, ich habe gar kein Mikrofon. Bitte reden Sie in meinen Ausschnitt. Entschuldigung, wenn ich Ihnen hier so... So, also was sagt der Politiker, wenn er sich hinstellt und sowas singt? Ja, wir haben gedacht, dass Sie heute in Rostock die Wette nicht verlieren dürfen. Das ist schön. Distanziert euch inhaltlich, aber singt aus voller Kehle. Seid ihr notensicher? Haben Sie das Lied? Ach so, das haben wir. Ich war immer freundlich lieb. Haben wir ein Playback, das wir einspielen können? Oder müssen die Herrschaften so einfach aus... Das haben wir, gut. Dann bitte, was einfach noch mal kurz gefragt. Also Sie sind von Ihres... Also ich bin Landtagspräsident. Ich war auch schon mit Tigern in der Manege. Insofern schaffe ich es auch mit Gott. Alles wurscht. Was sind Sie von... Ich bin der Vizepräsident des Landtages. Ich finde, das Lied trifft für viele Menschen den Nerv. Richtig. Aber nicht für Politiker. Für viele. Es gibt da solche und solche. Sagen wir mal solche und solche. Sie sind... Ich bin für die Kultur zuständig und ich hoffe, die Kulturszene nimmt mir diesen Auftritt nicht übel. Ich bezweifle es. Also ich habe gesehen, wir sind mindestens fünf und Verstärkung hier. Was sind Sie von? Erstmal bin ich Rostocker und dann bin ich Landtagsabgeordneter. Für welche Partei? Sieht man mir das nicht an? Die Jeans sind für die Grünen und oben ist CDU. Ja, wissen, was es ja, kann. SPD. Ist also SPD, gut, die gute Mischung. Herr Krause, Mensch. Ja, wir kennen uns. Wir kennen uns. Und wir singen aus voller Kehle mit. Aber so ist recht. Und es geht. Oh, Entschuldigung, also jetzt. Ich bin der Vizepräsident der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock. Vizepräsident der Bürgerschaft und wir singen das mal. Ja, der erste Vizepräsident. Dann singen wir jetzt mal ein Schmeißen auf dieser Welt und ein bisschen Nuscheln dabei, dann ist das nicht so. Jawohl, aber es geht los. Hier ist der Politikerchor. Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Und es gibt keine Pizza für die Nachbarn. Ihr müsst jetzt doch die Erdnüsse aus dem Kühlschrank holen. Musik! Dein Schwein, 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 dein Schwein
Er spricht für die Damen und Herren, dass ihnen das Lied nicht so vertraut ist. Also, ich meine, der gute Wille war da, die haben gesungen und die anderen haben gesungen, aber zusammen haben sie nicht gesungen. Was ist los? Wollen wir Einzelabstimmung? Nein, der gute Wille war da, das Lied war als solches eindeutig zu erkennen und besser können Sie eben nicht singen. Ich hoffe, Sie regieren, wenn Sie besser regieren als singen, dann seid ihr hier oben noch nicht verloren. Herrschaft, herzlichen Dank. Danke sehr, der gute Wille war da. Auf Wiedersehen, wir sehen uns nachher noch. Danke sehr, danke. So, oho. So, nicht nervös werden bei RTL läuft Werbung. Wir gucken da immer hin, ich erzähle Ihnen keinen Quatsch. Wird noch nicht geboxt, aber gleich geht's los. Ja. Also ich meine, das war so haarscharf vorbei. Hm? Naja, ja. Ich haben sie ja verloren, aber gut, okay. Ja, ich habe nie verloren. Es aber es ist ja normal bei Politikern. Ich gebe zu, bei der Diätenerhöhung haben sie lauter gesungen, aber das ist was anderes. Gut, jetzt interessiert uns nur noch eines. Wer ist der Wettkönig des heutigen Abends? Gibt es bereits eine TED-Entscheidung oder gibt es sie noch nicht? Es gibt sie! Sie wissen ja, wir zeigen Ihnen jetzt jeweils die einzelnen Wetten und wir sehen, dass wir mit weitem Abstand einen Gewinner haben. Wer ist es? Die Feuerwehr liegt hinten auf dem vorletzten Platz. Die Zigarren. Dritter Platz, der Pizzateig. Die Telefonbücher. Der Telefonbuchzerreißer. Boah. Glückwunsch, Respekt, der Preis heute geht nach Österreich. Die Dornbirner Stadtverwaltung wird jubeln. Ich danke allen anderen fürs Mitmachen. Wir trinken nachher noch ein und ich freue mich jetzt auf den 13.01. In Bremerhaven gibt es das große Treffen Inge Meisel meets Mariah Carey. Viele andere sind auch dabei, Sie hoffentlich auch. 13.01.96 Bremerhaven. Das war's für heute. Das war Wetten, dass. Ich sage Dankeschön, gute Nacht. Bei RTL läuft Werbung und wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder bei Wetten, dass mit Früchtetraum von Ehrmann.